weiß was ich, Olympia soll auch satanistische Dinge sein. Überall steckt irgendwo eine Verwirrung drin. Und es gibt sogar Leute, die sagen, dass es auch eine Verschwörung ist, weil das extra gemacht wird, dass wir verwirrt werden, Bruder. Das heißt, das hier meinst du alles? Alles, wo es hört gar nicht mehr auf. Verstehst du, du kannst in alles eine Verschwörung sehen, du kannst in alles eine Verwirrung sehen, du kannst in alles den Teufel sehen, aber du kannst auch in alles das Gute sehen. Im hier eine Frage. Bist du dafür verantwortlich, was du draus machst, wenn du irgendwo auf was blickst oder guckst? Safe, safe. Ich habe letztens so eine voll krasse Ding gelesen. Eigentlich voll, kann nichts stimmen, okay? Es stimmt auch eigentlich, höchstwahrscheinlich nicht, aber ich frage mich, ob du das auch gehört hast, weil du bist ja so voll drin. Kennst du diese Theorie, dass wir anscheinend alle an 2012 nach dem Maya-Kalender, dass wir alle anscheinend verstorben sind? Also, dass wir anscheinend tot sind? Also, es ist reinste Ding. Aber hast du schon mal davon gehört? Das ist krank. Guck mal, du sagst, weil du bist ja so tief drin. Bruder, ich bin nicht tief drin, ich hab's nur gehört. Ich hab Dinge auch nur gehört. Das heißt, im Endeffekt, wir sind alle tief drin. Genau. Jeder hat irgendwo was gehört, jeder hat irgendwo was gesehen. Bruder, wir sind alle drin, ob du willst oder nicht. Und diese Maya-Sache, darüber gibt's auch tausend Theorien, aber das, was du gerade sagst, habe ich zum Beispiel noch nie gehört. Dass wir eigentlich schon tot sind. Aber wir sind entweder schon mal zwei Theorien, entweder, glaube ich, boah, das war so schwierig, ich kann das nicht mehr ganz wiedergeben. Irgendwas mit so einer Einstein-Theorie und Physik und irgendwas, dass wir halt irgendwie in den Erinnerungen weiterleben, also wir sind quasi tot oder so. Das war so schwierig, ich habe da auch nicht gescheit zugehört, ich habe es nur gehört und ich frage mich, ob du schon mal was davon gehört hast und mir das nochmal erklären kannst. Aber nein, wenn ich weiß nur, was den Maya-Kalender angeht, ne? Dass dieses 2012, der Maya-Kalender hat eine ganz andere Zeitrechnung als wir. Guck mal, zum Beispiel im Iran haben wir nicht 2024. Da haben wir es, glaube ich, gerade 16, 17, 1800 irgendwas. Das heißt, es gibt verschiedene Zeitrechnungen, weißt du? Und ich glaube, die Maya hatten noch mal eine ganz andere Zeitrechnung. Deswegen würde ich den Kalender nicht auf unsere Zeit beziehen. Weißt du, wie ich meine? Deswegen matcht es auch nicht. Und das, was die Maya, glaube ich, in ihrem Kalender hatten, ist einfach, dass es einen neuen Zyklus gibt. Die haben nicht gesagt, die Welt geht unter oder die Welt geht kaputt. Der wurde falsch interpretiert. Die haben einfach gesagt, dass der Maya-Kalender uns einfach zeigt, es beginnt ein neuer Zyklus nach den Sternenbildern. So, und das ist ja nicht nur Maya-Kalender so gewesen, sondern auch in anderen Kulturen. Und das ist eigentlich nichts Schlimmes. Und wir haben ja gerade sowas wie einen Polsprung, Polwechsel und solche Geschichten. Und die Leute sagen, dass es damit gemeint war, dass wir einfach wieder einen neuen Zyklus haben, alle 12.000 oder alle 24.000 Jahre. Aber dass die Welt jetzt untergeht, das haben wir ja gesehen, ist ja nicht passiert. Von daher Entwarnung. Also das hat sich auch gerade ein bisschen so simulationsmäßig angehört. Salam alaikum, Mabu. Alaikum, salam, Mabu. Was geht ab, alles klar? Wie geht's? Hallo, ich bin manchmal an die Bank gefahren, ich hab nichts mitbekommen. Abu, Bruder, warte mal, wenn Abu off-stream drin ist, dann muss es was heißen, Bruder. Er hat irgendwas gerade entdeckt, ey, lass mal ihm anders nichts reden. Der hat vielleicht Bock, hat einfach mitzureden. Abu, rede. Also, Edis war kurz davor, gerade viermal gegen Wand zu fangen. Ja, ich habe schon ein bisschen reingeschissen. Der ist aber auch nicht ich, das war KI. Ja, aber du bist gerade auch richtig gemacht. Ich gehe jetzt ganz kurz und bring das Original. Ich bin nicht Edis, Bruder, ich identifiziere mich nicht als Edis. Du bist gerade simulationmäßig gegangen. Aber Edis, eine Frage noch, bevor du gehst, ne? Ja. Wie läuft's eigentlich nach dem Diss-Track? Geil, warum? Mir geht's gut, Bruder. Wegen dem. Ist alles gut? Ja, ne? Ach, alles gut, Bruder, alles gut. Hat keiner alles auf dich gut geschossen? Nein, Bruder, wer keine soll schießen? Keine Drive-Bys in Ulm? Nein, Bruder, gar nichts. Alles gut, unser Rücken ist stramm, wir haben Abu. Bruder, das ist krass, Abu. Ja. Du bist um 1.48 Uhr wach? Das ich ist glaube, er hat was. Er hat gerade irgendwas gesagt. Bruder, bitte halt die Fresse, Sergen. Bitte, Bruder. Du brauchst gar nicht reden mit deinem Rhythmus. Er steht jetzt um 23 Uhr auf. Nee, ich habe ein paar Sachen gemacht am PC. Okay. Habe ich gesehen, ihr seid im Talk drin. Dachte ich, komme mal dazu. Okay. Hast du schon viel mitbekommen, Abo? Alhamdulillah, ja, bei dir? Auch, alles gut. Alles super. Das freut mich. Nee, ich bin bei dieser Diddy, Midi und diesen ganzen Leuten bin ich raus. Ich hab da losgelassen. Es ist so interessant. Es ist aber so warst krass du kurz drinne? Ich war, das Problem ist, beim Scrollen ist es ja unvermeidbar, dass du von diesen ganzen Sachen
Ich bin mir auch 100% sicher, da läuft ganz vieles nicht richtig. Da bin ich mir 100% sicher, das Problem ist, dass Diddy nur halb so interessant ist wie die ganzen anderen Sachen, die gerade passieren. Dass ja, zum Beispiel das in der ganzen Nahen Osten brennt und die Leute wollen wissen, warum Diddy 800 Dildos bei sich zu Hause hatte. Aber genau das ist der springende Punkt. Jetzt kann man sich überlegen, warum ist jetzt Diddy-Thema auf einmal so medial hochgekocht, genau in dem Moment. Kann sein wegen Ablenkung. Haben wir auch gestern gesagt. Ja, wahrscheinlich sogar. Also ich sage dir, es ist auch ein sehr interessantes Thema, wenn man darüber sprechen könnte, aber da sind unsere Hände gebunden. Worüber? Ach Bruder, ich habe eine Story gepostet auf Instagram und schon und das nächste Land wird bombardiert. Die Story wurde einfach gelöscht von Insta selber und habe eine Verwarnung bekommen. Echt? Nicht mal was Richtiges geschrieben, einfach so. Einmal nur, dass jetzt das nächste Land so. Ist doch scheißegal, wie die Länder heißen, Bruder. Ein Land im Krieg ist ein Land, was arm dran ist. Doch völlig egal, wie dieses Land heißt. Und das finde ich krass. Bruder, teilweise auf Instagram werden halbnackte Frauen da gezeigt, die gefühlt alles zeigen. Das wird nicht verwarnt und sowas, wo man, wenn man aufmerksam drauf macht, sowas wird dann rausgelöscht. Das ist schon krass. Oder Insta zeigt so abscheuliche Sachen manchmal, ne? Ja. Aber Bruder, du musst extra drauf drücken, damit du das siehst. Das finde ich gut. Nicht immer, manchmal zeigen die auch so. Bruder, musst du auch extra draufdrücken, Bruder, wenn du einen Tanga da siehst? Nein, dann nicht. Oh, das weiß ich gar nicht. Nicht, Bruder. Weil auf TikTok wird das auch nicht alles geregelt, Bruder. Ich küsse dein Herz, aber ich glaube, jedes 6-jährige Kind hat TikTok gefühlt auf sein Handy. Ja. Hey, Kier, ich habe eine Frage. So, meinst du, dass es irgendwie Zufall, dass das mit Epstein und Diddy jetzt so spät erst auf, also das passiert ja irgendwie auf einmal, weißt du, wie ich meine? Denkst du, es hat irgendwie zusammen? Was meinst du genau? Ja, aber nein, ich meine, dass es jetzt ans Tageslicht so kommt. Ja, weil jetzt hat sich halt jeder beschwert, davor haben sie sich nicht getraut. Weil sowas läuft ja schon seit sehr vielen Jahren. Und genau jetzt auf einmal passiert. Guck mal, man weiß ja seit den 90ern, dass Diddy diese Partys geschmissen hat und was die da alles sind. Insider. Selbst ein Denzel Washington warnt die Leute, die Schauspieler in Hollywood vor den Partys von Diddy. Weißt du, das weiß man. Deswegen ist das für mich auch immer so, warum jetzt? Weißt du, deswegen ist es auch für mich logisch zu sagen, dass es genau in dem Moment, wo die eine Ablenkung brauchen, dass sie das dann so medial aufbauschen, Bruder. Das ist halt für mich das Ding und es sieht ganz danach aus. Das ist ja das Ding, weil dieses Epstein ist ja schon auch sehr, sehr lange, aber so medial, dass es dann so zum Beispiel auf allen Social Media so richtig wie so eine Flamme drüber geht, das ist aber ja erst seit kurzem. Das Epstein-Thema kam gar nicht so krass wie das Diddy-Thema. Hier bei uns zumindest nicht, hier in Deutschland und so. Das wurde zumindest, glaube ich, allgemein nochmal prominenter ist oder so, ne? Und er hat noch einen anderen Status als dieser App. Ja, der Epstein war ja kein Rapper oder kein Schauspieler oder so. Ja. Deswegen ist das aber nicht so hochgekocht. Du siehst doch immer wieder, wenn einer fällt, dann auf einmal bekommen alle Leute auf einmal so eine Hühnerbrust und wollen alle mit auf einen rauf. Ja. Deswegen war das eigentlich eine Frage der Zeit. Und jetzt haben die das Gefühl, okay, er fällt, jetzt können die sich trauen. Und die gehen halt davon aus, dass er sich davon nicht wieder aufrappeln kann. Kann aber auch sein, dass irgendwer an ihn ein richtiges Exempel statuiert. Ich sag dir ehrlich, ich habe vor gar nichts mehr gefühlt, so, was? Es kann so viel hinter den Kulissen passieren, man weiß nicht so viel, aber man kann Mann. So viel verstecken, das ist unglaublich. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, dass diese Diddy-Sachen in Kombination mit diesem Epstein-Netzwerk, dass sie irgendwo zusammen verbandelt sind. Weil die haben ja fast 1:1 dasselbe gemacht, ne? Diese Partys, ne? Also quasi, er hat seine Partys auf Insel gemacht. Nein, vergiss mal die Partys. Die Partys sind ja jetzt im Vordergrund, ne? Aber... Ja, aber ich meine, diese Täuschung mäßig, als was... Was die dort betrieben haben. Weißt du, was die vorgeworfen wird? Also was die Anklagepunkte sind. Was? Das, was bei Apps, die noch Anklagepunkte waren. Und der hätte eine Komplizin gehabt. 8 oder 9 oder so, ne? Ja, diese Handel-Mandel und so, ne? Mit Menschen und so, das ist kein Spaß, Bruder. Und das wird dem vorgeworfen gerade. Und deswegen sind die so spitz. Deswegen wurde auch 50 Millionen Kaution abgelehnt, Bruder. 50 Millionen? Weil da mehr zu holen ist. Ich bin mir sicher, da ist mehr zu holen. Klar, die wollen Namen haben. Und ich sag dir, ein Diddy, der wird auf jeden Fall reden. Entweder wird er zum Schweigen gebracht oder er wird reden. Er wird niemals so das hinnehmen und selber für 20, 30 Jahre neben R. Kelly in einer Zelle sitzen, oder? Glaube ich nicht. Ist R. Kelly immer noch drin, ne? Bruder, der hat über 30 Jahre bekommen. Boah. Der ist immer noch drin. Ey, also Kia, was passiert mit denen? Hä? Rede, Edis.
Ich wollte nur fragen, was passiert denn mit den sehr berühmten Weltstars in einem Knast? Sind die ganz normal auch wie die? Weil die werden doch dort da bestimmt voll auseinandergenommen. Ja, Bruder, die können ja keine Konzerte im Knast geben, oder? Nee, aber Bruder, ich weiß nicht. Knast, so, wär ich jetzt in Amerika und ich sehe, wenn ich sehe so, keine Ahnung, 50 Cent, ich wär Tag und Nacht bei dem, Bruder. Ich würde den einfach... Das wäre mir auch scheißegal, ich würde einfach bei dem chillen, was will er machen? Ich weiß nicht, wie das da abläuft, Bruder. Ich war noch nie da im Knast oder so. Ich kenn die Regularien da nicht, aber... Das war eine richtig kranke TikTok. Schick mal. Warum? Was ist los? Was ist... Der ist komplett surreal, der Trieb. Schick ihn. Ich schicke ihn jetzt. Okay, schick. Okay. Ich schicke dir auf TikTok. Okay. Ich gucke im Stream, kannst du Reaction sehen. Ja, warte, willst du WhatsApp oder TikTok? Schick TikTok. Okay. Bruder, was geht hier ab, Digga? Auf einmal, er kriegt totes Lachfleisch. Ich will gar nicht wissen, wer da alles noch dazugehört, was für Namen gefallen. Es sind Namen gefallen, mir ist das Herz gebrochen teilweise, ja. Erzähl mal bitte ein paar Namen, hau mal bitte ein paar Namen raus. Man muss ein bisschen aufpassen mit diesen Namen, glaube ich. Echt? Ja, weil Bruder, am Ende... Aber die sind ja schon geleakt, aber Bruder, aber also. Nein, warte, ich will diesen Namen wissen, ich sag weil wenn das einen stimmt, Namen. Wenn das weil stimmt, ich möchte ja nicht mehr sein, ich möchte ihn ja nicht supporten oder vielleicht war unbewusst rede ich diese Person nochmal weiter gut. Weißt du, was ich meine? Jay-Z zum Beispiel. Okay, gut zu wissen. Ja, aber was haben wir jetzt? Was wissen wir jetzt? Sein Name ist gefallen. Ja, nicht nur sein Name ist gefallen, sondern seine... mit dazu. Seine... Das weiß man nicht, ob er dazu gehört, aber er... Niemals. Sydney? Warte kurz, wir sind gleich wieder drin. Kurze Breakchat. Das ist krank. Digga. Sydney hat Dünnschiss und vergisst sich zu muten. Niemals ist das echt. Niemals ist das echt. Nein. 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 Warte mal. Nein, das ist crazy. Nein. Was hat er gegessen, Bruder? Was hat er gegessen? Digga, warte mal, was hat er gemacht? Oder, was hat er gegessen? Da hat er ja, da war er am Pissen. Bruder, wie laut auch. Bruder, wie laut. Wie laut. Ah, mein Bauch! Ah! Bruder! Ey, Alter, ich kann nicht mehr, mein Bauch! Ich schwöre, ich hab Tränen! Ich schwöre, ich hab Tränen in meinen Augen! Alter! Bruder! Bruder!
schwöre, das ist so. Bruder, hat man das im Discord auch gehört? Bruder, ich hab's. Bruder, ich lieg hier gerade auf meiner Couch. Ich krieg ein TikTok geschickt. Ich lese die Überschrift. Bruder, was hat ich gemacht? Ah, mein Bauch. Bruder, wie lau, was hat er gegessen, Bruder? Das ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr, Bruder. Ich kann nicht mehr. Meine Augen. Chat, guck mal. Ich heule, Digga. Ich hab noch nie in meinem Leben so gelacht, glaube ich. Bruder. Bruder, guck mal, er kommentiert einfach ein Lachsmiley, als wäre nichts passiert. Oh, Bruder. Ich kann nicht. Boah, Bruder, wie laut war das? Bruder, auch noch mit den. Bro, es läuft einfach ein Song bei ihm im Stream. Mach mal noch mal unter an. Das läuft doch richtig laut, der Song. Ja. Aber keine Chance gegen Sidney. Oh, das war einer der krassesten. Ich kann nicht mehr, Digga. Ich auch nicht. Boah, echt nicht. Bruder, ich heule meine Augen. Oh, Bruder. Bruder, wie laut kann man scheißen, Bruder? Wie geht das überhaupt? Ich kann keine Luft. Okay. Ich muss mich zusammenkriegen. Okay. Okay, also. Hey, ja, danke. Danke für den Clip. Alter, ciao. Bruder, ich kann nicht mehr. Alter, Bruder. Ich hab noch nie, glaube ich, so gelacht in einem Stream, ne? Ich glaube, das war mein krassester Lachflash, den ich überhaupt hatte in einem Stream. Ich heule, Chat. Ich schwöre, ich schwitze, ich heule einfach. Bruder, ich kann nicht mehr. Boah. Hört mal den. Oh. Oh. Aua, mein Bauch. Alter. Bruder, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ey. Alter. Sachen, die nicht normal sind. Ey, Jungs, oder Sachen, die nicht normal sind. Dankeschön. Ja. Und deswegen passiert es ja meistens immer so, dass Leute mit irgendwas Spezielles, so, ihr wisst, was ich meine. Einer schiebt sich das in den Arsch oder einer hat was da und einer macht so. Oder einer stirbt an Drogensucht, einer geht kaputt. Sorry, Chat, für den kleinen Break, aber ich bin gestorben gerade. Termin einem Leben auslebt, finde ich. Es ist ja auch oft, wie, also das, was du gesagt hast, ist eigentlich alles richtig. Wenn du auch ein berühmter Mann bist oder sonst was, dann weiß man ja auch, du hast viel, du kriegst viele Frauen, du hast viel Geld. Bruder, geht's dir gut da unten? Ich weiß auch mal Lars wegen diesem Hitman-Clip. Ey, Jungs, ich schwöre, ich habe in meinem Leben noch nie so gelacht gerade. Aber was passiert? Bruder, Sidney, es gibt einen Clip von ihm, wie er auf Toilette geht. Man hört seinen Mike, wie er dünnchen sagt. Nein. Zeig mal, mach mal Übertragung, bitte. Warte mal, mach mal eine Übertragung. Nein. Mach mal Übertragung. Bruder, keiner soll Übertragung machen, bitte. Ich kann nicht, Bruder, bei mir ist tot. Ich kann nicht mehr. Ja, Bruder. Wusste. Oh mein Gott. Was ist das denn wieder, Digga? Ich hab noch nie in meinem Leben so gelacht. Ich danke euch vielmals für eure Zeit. Ich habe eine Mission zu erfüllen. Ja, ich will das auch angucken. Ey, Kia, Bruderherz. Das Video, das 8. Nein, Bruder, ich will euch nicht in Schwierigkeiten bringen, bitte.
Warum? Warte mal, ich achte auch immer, wenn ich bei euch reinkomme, ich achte mal drauf, wie ich rede, was ich sage, Bruder. Warte mal, ist das Video so Endlevel? Oder das wurde extra zensiert, damit wir uns das angucken können. Und die sind noch nicht komplett durch. Die sind sich noch unsicher bei ein paar Stellen. Ich muss abchecken, Bruder. Wir warten die ganze Zeit drauf. Kann sein, Kias morgen TikTok live einfach. Aber jetzt was? Kann sein, wir dürfen nicht. Bruder, live ist live. Er ist ab morgen wie Voldemort. Wir dürfen seinen Namen nicht mehr auf Twitch sagen. 8 Stunden willst du dir angucken? Mit der Glatze. Nein, er will es in mehreren Teilen machen. Wir gucken es uns heute vielleicht eine halbe Stunde an. Aber ich muss das mal checken, Leute. Ich würde auf gar keinen Fall das jetzt einfach so blind anmachen für euch. Ich stell vor, ich reiß uns alle mit in ein Loch, Bruder, dann war's ja, das. Lass ihn mal sein Ding machen. Ich gehe einmal aufs Eis, ich gucke, ob rutschig genug ist und dann hole ich euch mit Schlittschuh ab. Ja. Boah, ich wäre bereit für viel. Ey, Präsidente. Danke an alle Jungs. Ihr seid die Besten. Pass auf euch auf. Lasst euch nicht raus. Mach's gut, bis Bruder. Bis später. Dankeschön, Jungs. Ciao, ciao. Ciao. Der war echt gut. Walla, der Spruch war gut. Okay, ich wir gucken uns mal den Clip von Sydney an. Warte kurz, ich hab noch nicht. Oder diese Überschrift, ich schwöre, ich kann nicht mehr. Hört genau hin. Okay, bitte mach mal einer den Clip an. Seid leise. Warte. Warte. Das ist der falsche. Ja, egal, ich mach an. Warte. Digga, guck dir gerade zum 6. Clip an, wo ist Scheiße? Ich hab noch nie so gelacht, Sydney. Warte. Mach mal an. Zeig mal. Gänsehaut. Das ist eine Verschwendung meines Lebens. Diese Sibbelmusik 30 Sekunden. Was ist das, Bruder? Ich schick dir. Da gibt dir auch Josef immer so einen Auftrag, Digga. Hast du uns gefickt, Alter? Diese Sibbelmusik. Hast du uns gefickt, alle? Machst du doch mal Übertragung. So, jetzt. Warte. Mach an. Ja, warte. Warte. Digga, ist das krank! Ey, das war doch gar nicht alles, oder? Ey, was geht ab? Der zweite ist so laut! Zeig mal den zweiten, warte mal. Ja, mal leise, lass laufen. Geh mal mute und lacht. Da kam der. Boah, Digga. Mit diesem Schaum, hört ihr diesen Schaum? Was geht ab, Dennis? Ey, was für ein Sony. Ey, warte, ich bin im Stream, ne? Achso, kann man hören? Kamera, ja, ihr habt du und Sid. Wir haben Sony Alpha 6400. Sony Alpha 6400. Genau. Sony Alpha 6400. Okay, ciao. Ist dieses Mikrofon? Okay, kein Ding, Bruder, ich bin grad. Ja. Ich muss dir einen Clip zuschicken, Dennis, du stirbst vor Lachen. Ich habe mit meinem Leben noch selten so gelacht. Schick mal. Okay, Heide. Leute, ist da in der Toilette von dir. Aha. Warte, was passiert hier? Ey, ich schwör's, Base Chat geworden. Schau mal, ich schwöre, random, wir haben einfach von allem etwas. Kennt ihr noch Hausparty? Jeder ist drinne. Kennt ihr Hausparty noch, wo man einmal reinkommt? Ja, ich schwör, wir brauchen nur noch Revi fehlt. Nein, brauchen wir noch Revi. Bruder, ist das gerade passiert, Sydney? Ey. Nein, es war heute Mittag oder so. Bruder, ey, Willi hat mich angerufen. Ist das krank? Willi hat mich angerufen, FaceTime. Bruder. Er ist nicht gestorben, ne? Er ist wirklich... Ey, wow. Wer ist gegangen? Ey, geil, dass die noch nie kacken wart, Jungs. Ey, Bruder. Ja, Mann, das war richtig so. Ich bin krank, Digga. Ich hab Magen, Darm, alles. Also, es ist jetzt nicht schlimm, Bruder. Wir sind einfach von dieser Sinn auf Deutsch. Ist auch nicht schlimm, Bruder. Alles gut. Junge, er ist der letzte Mensch, den es juckt. Danke, Junge. Ja, ach was. Mollem, der Mann. Er freut sich noch, aber Blubberblitz. Er ist halt nach der Beile gelaufen, Lan. Ja. Was geht, Onurcan? Was geht ab, Jungs? Alles gut? Was geht, Lan Fetzer? Was geht ab, Glatzkopf? Schmeckt? Boah, Bruder. Nacht, ja, ihr geht hier leer.
Ich bin hier. Geil. Ja. Ey, jetzt können wir viermal nicht mehr gegen Wand fahren nach dem Kier. Nee, ja, Kian, das ist so leer dann. Ich hab so alles, was ich jetzt sage, ist so Lüge irgendwie. Kacke daneben. Ja. Oh, Bruder. Ey, Jungs, ich schwöre, ich habe selten so gelacht, Digga. Ich kann nicht mehr. Ey, Digga, mein Bauch. Ey, Mann. Oh. Abo, was machst du noch um diese Uhrzeit? Hab ein bisschen Papiere am PC gemacht. Dann hast du gesehen, wir waren ein bisschen live so. Ja. Also gesagt, okay. Ich muss mal. Super. Ey, dann machen wir ein Thema auf. Nein, kein Thema. Chill mal, lass mal ein bisschen relaxen. Abo, warst du heute live? Nein. Hast du auch wieder Pause gemacht? Ja. Boah, tut gut, aber diese Pause, gell? Autoschlüssel verloren. Ja, ich hab schon gesehen. Ja, was ein bisschen so. Aber tut gut, gell? Autoschlüssel verlieren? Nein, die Pause. Ja. Ich würde so. Ja, ich musste heute bei Abo richtig lachen bei seiner Story, wo er Shirin David lief und gesagt hat, dass er sich jetzt verpisst wegen der Musik. Oh, ja, ich hab, das ist nicht mein Musikgeschmack. Ich dachte, ich hab's gehört. Ich war ein bisschen, dachte ich mir, okay, ich habe hier nichts verloren, dann bin ich gegangen. Ey, habt ihr mitbekommen mit den Location und so? Die ja, haben gesagt. Was aber hat er gesagt? Wir haben gerade was Neues. Hey, was passiert hier? Ey Bruder, ich kann nicht mehr. Willi, ich schwöre, ich hab in meinem Leben. Warte mal. Bruder. Ich komm grad nicht mehr, ja. Ich geh nur aufs. Ich lieg auf meiner Couch. Ich krieg gar nicht mehr. Bruder. Bruder, was hat der gemacht, Digga? Der hat einfach lang. Ey Bruder, weißt du, was das Kranke ist? Guck mal, die Überschrift von diesem Clip. Hochkampf. Ey, guck mal, die Überschrift von diesem Clip, da steht. Guck mal, was da steht. Sydney hat Twitches und vergisst zu muten. Der hat ihn noch mal gefickt, Bruder. Oh. Bruder, oh. Das Ding ist, das oh. Achte mal noch so drauf, wie man zu seinem Piss. Dann beginnt der Song auf einmal zu Piss. Oder man denkt, er hat neben das Mic geschissen. Wie laut war das denn? Ey, wie weit ist das? Der war in einem anderen Raum. Ich kann nicht mehr. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war eine der oh. Wie scheiße, Mann. Bruder, der kommt einfach zurück. Oh. Ich geh kurz auf den Klo. Bruder, wie laut kann man. Bruder. Oh. Ey, glaubt ihr mir sogar, Bruder, kann sein, diese Suchleiste steht Bruder. Sydney Schiss oder so, ne? Bruder. Einfach, das ist Blow auf TikTok, Bruder, stell mal vor. Bruder, das ist der lustigste TikTok von Sydney All Time. Bruder, ist das der lustigste Clip aller Zeiten? Ja, Bruder, ich schwitze. Ey, ich schwitze.
Meine Augen. Alter, Alter, Bruder, wie kann man so laut kacken? Bruder, dieser zweite. dieses zweite Gewitter. Hör mal rein, Bruder. Das ist so laut, wie, Bruder. Wie noch mit dieser Musik und so. Boah. Oh. Luft. Ja. Warte kurz. Ich liebe Sydney, ne? Ich liebe Sydney. Es ist so. Warte kurz, Bruder, ich krieg keine Luft, ich schwöre. Bruder, ich. Sorry, ich muss mich auch zusammenreißen. Bruder, wie war denn Reaction? Nein, du hast das erste Mal gesehen hast! Bruder, ich hab mich. Also ich habe geweint vor Lachen, ne? Also es war eins der krassesten Sachen ever, ne? Adam ruft mich an. Nein! Er war live dabei! Oh, Bruder, ich will sein VOD gucken. Wie ist er zurückgekommen, Bruder? Bruder, was dachten Sie? Ich muss Eli kurz kontaktieren, okay? Bruder, was hat. Aber guck mal, weißt du was? Stell dir vor, du guckst einen Stream, hörst sowas, Bruder. Was schreibst du da in den Chat? Bruder, aber wieso ist das so laut, Bruder? Sein Klo und seine Wände sind so fest, Bruder, das geht nicht. Bruder, aber was ein. Wirklich, das ist in alle Seiten geflutscht einfach. Das ist so krank gewesen. Okay, Bruder, Eli will nicht. Bruder, dieser zweite. Ey, es ist das Lustigste. Sydney hat Dünnschiss und vergisst zu muten. Ist crazy. Also. Hör mal nochmal. Bruder, wie laut er. Bruder, er war einfach lauter als der Songchat, das ist das Kranke. Bruder, das Kranke ist. Boah. Der war jetzt 3 Minuten weg, hat irgendwie Adam gesagt. Der war 3 Minuten. Ich liebe den Typen. Ey, kannst du bitte die VOD hier kurz anmachen, bitte? Ja, warte. Ich muss sehen, wie er zurückkommt. Schau mir mal an, Gerd. Das ist seine Musik, Leute. Das ist seine Musik aus Clip. Bruder, das ist echt heftig, ne? Ja, bitte, sein Video ist online. Der hat den ganzen Bauch ausgeschissen, einmal. Nein, Beauty ist nicht da. Ey, ist irgendein Modder, der uns das übertragen kann? Wie, seine Beauty ist nicht da? Glaubst du, er hat die weggemacht? Nein, Mixer? Bruder, der hat nie Beauty's an. Ah, stimmt. Ist aber dieser Clip, dass der sagt, ich clip das. Boah. Ach, Bruder, Mann. Diese Überschrift ist so geisteskrank, Digga. Bruder, ich hab gedacht, ich sehe nicht richtig. Weißt du, was ich meine? Ich konnte es gar nicht glauben. Ich hab gedacht, okay, Leute übertreiben. Aber die haben nicht übertrieben. Sydney hat Dünnschiss und vergisst zu muten. Als ey, wenn so. Aber... Als wenn er Dünnschiss hat und sich denkt, ey, man müsste sich muten. aber Willi Roth, Bruder, wie kann das sein, dass das so laut war bei ihm? Also Willi hat recht, wie laut war das denn bei ihm? Ja, Bruder, was hat er? Bruder, seine Wände, Bruder, sein Dings, das ist deine Tür, das geht doch gar nicht. Bruder, was hat er für ein...
Scheiß mal auf alles, Digga. Was hat er gegessen, Digga? Bruder. Was hat der Bro durchgemacht? Bruder, ich schwöre, erst mal zu Cora gegangen. Ich frage, warum ist es so laut gewesen? Er sagt, Mann, Bruder, ich bin krank. Ja, er hat das zu mir auch gesagt. Er sagt zu mir, Mann, Willi, ich bin krank. Ich war auch schon krank, aber... Bruder, so krank war ich auch noch nie, ich schwöre. Wow, ey, Digga. Sag mit einer All-Time-Sydney seiner besten TikToks. Bruder. Oh mein Gott, Digga. Safe Tür nicht verschossen. Ja, aber Leute, seine Wände sind wirklich. Bruder, ich schwöre, das hat sich aufgestaut über diese drei Tage Oktoberfest. Können Sie mir, Bruder, was ist das gewesen? Ah, Bro. Bruder, ich schwöre, es gab ein Gewitter in Berlin. Also ich will jetzt nicht übertreiben, ne? Aber ich brauche ihn. Er muss ganz kurz irgendwie herkommen oder so. Kommt safe, wenn du ihm sagst. Er liegt in seiner Couch. Nee, Editor. Irgendeiner, der Editor auf seinem Channel hat, dann können wir für die gucken. Warte, wir hatten. Ich überlege gerade. Mich interessiert Jonas, so. Jonas, hast du Editor? Kalle hat. Und die Kenner, Bruder, ich sterbe. Bruder, ich... Bruder, wie er mich direkt anruft und sagt, willst du was Krankes sehen? Bruder, Edi hat das noch nicht gesehen, ja. Bruder, lass ihn das nicht. Ich schwöre auf alles. Schickst du ihm den Clip und er macht das irgendwie im Bett an oder sowas? Oder kann sein, Wellem wird aufgeweckt oder so. Bruder, mach nicht. Ernst. Bruder, boah, das war's dann. Er ist eh on. Schick bei ihm rein einfach. Er wird gucken. Ja. Effe hat an, er sucht. Effe hat Editor. Rede, Effe, stark. Puh, ja, auch was Chat gesagt hat da. Bruder. Ja, ich will den Chat, ich will die Chat-Reaction sehen. Bruder, der Chat. Reaction. Bruder. Bro, good job. Ich denke, Leute schreiben. Eli ist online. Ja, ich weiß. Ey, die sind doch hier im Discord. Warte. Ich muss kurz Discord neu öffnen. Bruder, das ist der krasseste Clip, den ich in meinem Leben gesehen habe, Chat. Ich schwöre, ich übertreibe nicht. Ich habe noch nie so gelacht in einem Livestream. Ich schwöre. Das war der krasseste Lachflash, den ich, schwöre sogar, in den letzten 5 Jahren hatte. Ich kann nicht mehr. Also ehrlich. Bruder, ich schwöre, ich kann nicht mehr. Boah. Digga. So, ich konzentriere mich jetzt hart. Edi, guck ihn dir nur an. Nein! Frag den Chat. Ich schwöre, ich habe in den letzten 5 Jahren nicht so gelacht. Schau ihn dir an. Ich habe ehrlich selten so viel. Ich mach's danach, nach diesem Durchgang. Ich brauche jetzt kurz mal Ruhe. Kurz okay, mal Ruhe. Okay. Rot geht 5. Ich will seine Reaction sehen. Ich will seine Reaction sehen. Oh. Hast du das? Hast du es? Was? Also ich will auch Edi seine Reaction sehen. Hoffentlich verkackt er, ja. Bruder, ich kann nicht mehr. Er muss safe gucken. Digga, es ist Top 3. Das ist Top 3. Ich habe in den letzten 5 Jahren nicht so gelacht wie gerade, Digga, ich schwöre. Jetzt, ihr geht einfach in VAR, Bruder, von seinem Schiss. Bruder, ich gehe gleich so in sein VAR. Bruder, was haben die Leute geschrieben? Ey, ich bin auf diese Chat-Reaction so gespannt. Ich auch. Ich frage ihn, was er erzählt, was er... Also, du kennst ihn, er wird irgendwas Verrücktes sagen. Ja, ich hab Wünsches, Bruder, ich hab gehört. Ja, ich bin krank. Ha ha ha.
Hat er gerade geguckt? Oh mein Gott, Digga. Sag mal, was ist das doch nicht normal? Der ist in einem anderen Raum. Jetzt hat er das Mike mit dem Scheiß drüber. Bruder, warte kurz, Maus. Ich muss im VAA von deiner Kacke reingehen. Warte. Ich dodge das doch, Mann. Ich will gucken. Ey, Effe, bist du im Discord? Ja, ich brauche aber Rechte zum Stream. Ich kann keinen Streamer machen. Ja, warte, ich gebe dir kurz Rolle. Kannst du das? Ja, ich habe die VIP gegeben. Ich habe die Twitch-Mod einfach gegeben. Jetzt kannst du. Passt. Ja, Moment. Krass, was hast du hier für Rechte? Bruder, guck, Sekunde, jetzt ein VOD. Aber man sieht auch Chat-Nachrichten und so, ne? Sieht man Chat? Nee, ohne Chat leider. Sicher? Ich hab nur die VOD. Oh. Aber zeig mal den Anfang, wie er sagt, er geht auf Klo. Das Mikrofon hat seitdem einen Schaden. Ey, warte. Es leckt irgendwie. Aber guck mal, wie er da sitzt. Hey, es leckt irgendwie, es leckt. Big Game. Keiner weiß, was er da wieder sein Gesicht. Ey, leckt es bei euch auch? Ja, bei mir leckt auch. Ich glaube, du kannst irgendwie. Leckt immer noch? Mach mal an. Da wieder sein Gesicht von Köln. Ja, leckt die ganze Zeit. Ah, ne, geht. Jetzt geht. Als ob ich kein Essen hatte, nur Bananen. Mach lauter. Ja, wieder ein Kuchen, aber ist der ein Penner, ja. Keiner weiß, was auf die zukommt, ja. Kann sein, dass die Leute sich beschweren würden. So, ja. Ich sag, hier spürt er schon ein bisschen Rohr. Ich sag, hier weiß Bro schon, was auf ihn zukommt, sag ich. Hier weiß. Was macht er da an seinem Mikro? Achso, ich hab gedacht, er ist mute gegangen. Warte. Aha. Achso, er hat mute gemacht? Nein. Warte mal. Wollte er muten? Warte mal. Ich glaube, sein Mic ist dann angegangen, automatisch. Aber geh mal auf die Reaktion, wenn er kommt. Achso, also stand schon, warte. Wie lange ist er weg? Er war schon lange weg. 3-4 Minuten locker. 5. Was war im Chat? Was hat Chat geschrieben? Bruder, ja, alle haben so halt haha, nee oder und so gespammt. So komplett geschockt. Guck mal seinen Blick. Warte. So, hier kommt er zurück. Da sieht er schon Chat und denkt sich nein. Protein-Shake nach. Ja, ich hab immer Durchfall, Chat, sag doch. Baby doch wieder. Nein. Hat man das richtig gehört? Er freut sich einfach. Alles, das ist diese Dünn. Ja. Er sagt diese Dünn. Oder ich kann nicht mehr. Mann. Ich schwöre, er hat mir meinen Arm gerettet. Ich sag ehrlich. Oder alles bewegt. Ja. Das war's eigentlich. Ja, Bro, I love it. Also wirklich bester Mann. Bester Mann, all time. No cap. Bruder, was ein Ding, aber auch was ein Schal. Bruder, ich würde jetzt Geld bezahlen dafür, dass ich die Chatnachrichten sehen kann. Ich auch. Ja, das habe ich leider nicht. Ich habe nur die VOD. Okay, salam. Hey, Tamam. Heide. Mal drin. Ciao, Jungs. Ciao. Alter, oh, mein Bauch.
Boah. Boah, dieser Mann ist so crazy. Alter. Bruder, ich kann nicht mehr. Alter. Boah, das hat mich gerade richtig glücklich gemacht. Boah. Bruder, ich kann nicht mehr, Digga. Ey, Jungs. Weil ich werde es heute komplett ernst nehmen. Ja. Ey, was geht ab, Jungs? Aha, what's up, Alter? Der hat sich jetzt seit eine Stunde... Bergen, du bist dabei oder nicht? Bagballa, ich will richtig ernst nehmen. So, noch einer. Ja, was geht ab? Fuck me, das. Oder ja, was geht dort? Sula kann rein eigentlich, oder? Was sagt ihr? Wer ist Sula? Der Mod von Ding. Oder hast du noch einen Rot? Boah, ich spiel kein Velo erstmal. Fuck me, Junge, Alter. Was ist das, Alter? Heute Abend, da sind wir drei. Heute Abend, ich frühstück gleich. Ich sag ernst, guck mal, Jungs. Gänsehaut, da sagt heute ein Junkie-Leben. Guck mal, was wir, Junge, dass wir uns nicht schämen, Alter. Ich hätte so Lust, dass jetzt Kianosch reinkommt und uns ein bisschen Material zeigt. Darauf. Ich mach gleich Frühstück. Bisschen Material zu sehen. Ey, du verfickter Bastard, Junge. Da geh doch rüber und guck Keanu sein Material an, Junge. Er zeigt das Material doch gar nicht, Zairi. Er zeigt es doch nicht. Er hat doch selber gesagt, dass er es überprüfen lässt. Du Maniak, mit deinem langen Gesicht. So lang, dass ein Schuhrei passt. Mein Fuß passt in dein Gesicht, Amana. Komm, so lang wie dein Gesicht ist, du Airi. Wie ein Bruder, ich verstehe ihn. Ich rede so viel nicht mit dieser Bastard. Geisteskrank, ich hab noch nie jemand so Adlisbild hören wie ihn. Du bist so ein nerviges Kleinkind gewesen, Alter. Das ist ja krank, Alter. Das ist einfach Schlange im Gold. Das war immer, Chat, das war immer der, wenn man Verstecken gespielt hat. Einer hat gezählt, die sind einfach nach Hause gegangen. Er hat immer gezählt. Und immer, wenn er gezählt hat, sind wir einfach heimgegangen. Er hat immer noch gesucht, Alter. Alter, das krank. Junge, geh sein Stream, Junge. Abonniere, hau 10er Sub raus, guck mit dir zu. Sehr gesund bis heute. Ey, das ist ja krass, Alter, Mann. Bruder, Airi ist aber auch wild, ja? mit YRI ist schon krank, ja? Bruder, Jörg Airan, er ist komplett aktiv. Alter. Junge. Ey, Chat, ich höre. Oh, ich kann nicht haben. Hallo? Hallo? Ey, Rohat! Was geht? Hast du Bock, morgen von Zuschauern Outfits zu bewerten? Ich wollte mir überlegen, morgen der dümmste Flieg mit Zuschauern zu machen mittags. Ja, aber hast du noch Bock so zu 2 Stunden, wenn wir gerade live kommen? Dass wir Zuschauer-Outfits bewerten, ich hab richtig Bock. Lass der dümmste Flieg mit Zuschauern machen und du bist Teilnehmer. Ja, stark, können wir machen. Können wir machen. Lass das machen und lass Outfits machen. Ich will unbedingt die Outfits von den Zuschauern sehen, Alter. Oh, das interessiert mich krank. Outfit von Zuschauern interessiert mich aber auch. Interessiert mich so krass. Ja, voilà. Bruder, die sind safe alle gleich aus unserer Brees, ja. Ja, ich bin nicht. Es gibt schon heftige, heftige Sachen. Ey, Chat, ich höre. Boah, ich muss doch klarkommen. Oder schon, boah, krieg keine Luft gerade. Boah, krank.
Warum lachst du? Ey, fuck your bitches in ass, Alter. Wow, was für eine Folie, Alter. Mm-mm. Wow, Chat. Ey, wollt ihr, ey, guck mal, ich schwör auf meine Mutter, ey. Junge, wollt ihr spielen oder nicht? Ja, lass doch rein. Ey, ich bin seit vier mal. Stunden dann in dieser verfickten Lobby hier. Warte mal, Roat macht nicht mit, dann sind wir zu dritt jetzt. Wie, Roat macht nicht mit? Nee, Roat sagt Abend erst. Wie Abend? Dann sagt er erst später. Was ist denn später für dich, Amenarin? Bruder, Roat ist ein Roboter, hab ich langsam das Gefühl. Digga, ich kann nicht mehr, Digga, ich schwöre. Aha, Blood Member. Ey, Roat, bist du dabei jetzt oder nicht? Ja, verdammt. Wie heute Abend? Oh, das ist, ich schwöre, Junge, das. Bruder, er ist ein Roboter. Also gucke ich jetzt Lobby an, vier Stunden, so. Bruder, ich bin, das ist so stressig. Guck mal, ich schwöre, ich zieh meine PDD-Jacke aus, Digga. Ja, ich setz mich richtig ran da jetzt. Ich geb full Kontakt, Digga. Bam, 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 bam. Macht eine Runde. Ich bin da. Roat, komm mal her, Mann. Ich mach eine Runde. Roat, komm mal her, Mann. Eine Runde. Geil, ich hab euch halt bei RP zugeschaut. Ich hatte so Bock, Digga. Ist das dein Account, Samra? Sorry, Chat, für diese kleine Unterbrechung. Aber ich konnte nicht mehr. Ich musste mich einfach kaputt lachen. Hungriger Hugo. Rentnerurlaub. Komm. Ich bin. Oh, let's go, Chat. Boah. Kurz klarkommen. Let's go. Nicht Rassist. Dann waren vor mir so. Wie soll ich das erklären? Du bist was? Du bist kein Rassist? Nein, ich will das so unrassistisch formulieren, wie es geht. Das waren so. Andere Farbleute? Oder andere Farbleute, den Clip kennen wir als geisteskrank. Aus einem anderen Land. Was ist bei ihm kaputt, Digga? Was läuft, was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Er geht jetzt Zabex besuchen. Warum Zabex? Ja. Digga. Ja, doch. Herrlein Brille und Bart. Boah, der hat halt wirklich auch den gleichen Körperbau wie ich, ne? Auch diese riesige Stirn, wo ein Airbus drauf landen könnte. Und das Ding ist, als der erfunden wurde, da hatte ich noch volles Haar. Da wusste man ja gar nicht, dass ich irgendwann so ein Vollunfall werde. Der geht sogar wie ich. Das ist ja geisteskrank. Alter, ach du liebe Zeit. Herzlich willkommen auf der Edeltour. Wir werden Wohnmobiltour mit Marcel machen. Es wird krass. Das Wohnmobil ist schon in Italien. Apropos, man darf nicht versuchen, immer wieder irgendwas zu kopieren und nachzumachen. Heute sind wir am Lago di Garda. Der kälteste See, den es überhaupt gibt. So eine Scheiße. Worauf hab ich mich da bloß... Wie nachgemacht oder was? Eingelassen. Los jetzt! Wir fahren los! Diese Stimme! Das Urlaub! Du hast das Ding Schrott, ich sag's dir! Bye, happy birthday! Alles Schrott gegangen, meine ganze gute Pasta. Arturo, mi corrimento, papa dein. Konzentrier dich auf die Fahrbahn. Also ich weiß auch nicht, worauf ich mich eingelassen habe. So eine Scheiße. 70er-Zone, fahr doch mal ein bisschen rüber. 10 km/h, tut niemandem weh. Kleiner Wichser. Ich hab nicht so ganz gecheckt, wie man die Schuhe wechselt. Eine Fresse nervt das. Frisst das, du Arschgefecht. Man gibt doch mal ein bisschen Stoff. Wohnmobilreisen hält krank. Digga, dieser Filter ist geisteskrank. Im Alter fit und gesund. Findet das Ehepaar. Boah, sieht das schön aus rechts, Digga. Oh, guck mal da, Digga. Da müssen wir einmal kurz halten. Wir halten Hand. Ach so, ja geil. Hast du das eigentlich gesehen hier? Der ganze Camper ist voller Bier. Und meine Schuhe liegen da auch noch drin. Ey, nee, ne? Ah, meine ganzen Socken stinken nach Bier. Team, schreibe ich jetzt einfach mal. Hast du Lust, deine Schuhe oder Socken, wenn du sie nicht mehr brauchst, an mich zu verkaufen? Okay. Was? Hey, let's go, dann gehen wir ins Meer. Eigentlich muss es so sein. Ihr kennt ja alle Baywatch. Wir müssen, eigentlich müssen wir rein. Wenn du next time, du Hurensohn. Hey, ist aber niedlich. Es geht langsam wieder voran im deutschen Schwimmsport. Etablierte Athleten, talentierter Nachwuchs. Ich sehe aus wie ein Penner. Okay, dann gehen wir Richtung Dusche. Jetzt muss ich mir auch mal kurz Ersatzunterwäsche holen. So, falls jemand Interesse an einer Boxershort. Boxshirt. Das hat hier, kann er sich die klauen. Getragen von Onkel Monte.
Okay. Soll ich jetzt reinkommen, duschen? Wir seifen uns ein bisschen ein dann. Das ist nämlich im Grunde auch das, was die Leute sehen wollen. Das ist, hey! Oh, oh, das ist richtig zusammen geduscht? Crazy. Du kleiner Wichser. Ich habe bis eben Dinge gemacht. Dann wurde ich noch überfallen, dass heute Trimax und Knossi vorbeikommen. Oh Leute, Trimax hier. Wir müssen doch jetzt irgendwas spielen auch. Wir könnten eine Runde da spielen. Ja, bitte komm da. Ja! Einmal den Papa Blatt kommen. Bro. Dann hier so sitzen. Lass dich mal kurz mit denen alleine. Ich hoffe, es ist nicht unangenehm. Sowas eingeführt wurde aus England oder Amerika? An dieser Bühne. Kurze Zwischenfrage, kann es sein, dass ich gerade einen Cowboy-Hut auf hatte? Aber der steht hier. Ich finde, du solltest öfter so Hüte tragen. Bist du ein Jurassic Park-Fan? Ich habe nur dieses Jurassic geil. World. Gibt es das? Ja, ja. Das habe ich geguckt. Du hast Jurassic Park nicht geguckt? Nö. Oh Mann. Ey, aber was ist das? Was mach ein Loch. Oder warum habt ihr da dieses Loch überhaupt gemacht? Was war das? Hast du gerade geguckt, ob du hier ein Loch machen würdest? Ja, hab gerade überlegt. Mach ein Loch, mach ein Loch! Was ist das? Was ist das? Das Trimax? Du hier ein Loch machen würdest? Hab gerade überlegt. Mach ein Loch, mach ein Loch! Das Trimax? Wie stark! Oh, Trimax ist da. Bin ich nicht gefragt worden. Oh, Knossi ist auch da. Wollt's wirklich ein Revi, was gibt's? Ja. Wir sind live. Wieso habt ihr mich nicht auch gefragt, ob wir was machen? Ja, komm oben, wenn du willst. Ich bin leider mit Julia live. Sorry, ich kann nicht. Wir sind nicht offiziell zusammen, aber wir machen richtig zusammen. Julia ist so hübsch. Ja. Ich würde mir die ganze Zeit Chips reinballern, aber ich... Ey, Revi, ich hab Bock auf einer deiner... Ich hab auch Bock auf eine Sidequest. Revi. Ich will auf irgendeine Techno-Party von dem, Chat. Auf irgendeine Techno-Party von ihm will ich und dann, ja, ich brauch eine Sidequest. Für einen Vlog oder so, aber ich will mich auch so ernst anziehen wie auf, ich gehe auf eine Techno-Party, halt jetzt nicht übertrieben, irgendwie Stirnband oder so shit, Stirnband sage ich so, Halsband oder, keine Ahnung wie man sich kleidet, aber so irgendwie so ein Outfit. So eine kleine Sidequest-Chat, wäre stark. Julia ist so hübsch, ja. Ich würde mir die ganze Zeit Chips reinballern, aber ich habe gar keinen Bock auf eine fertige Tastatur. Geht eigentlich. Boah, oh. Digger. Ey, ich schwöre, ich sag das jetzt nochmal wieder. Ich google das jetzt nochmal wieder. Ey, Papa Platte, seine alte Tastatur von damals darf nicht in Vergessenheit geraten. Der Mann ist ein Psychopath, Digga. Bruder, das ist bäh. Kennt ihr seine alte Tastatur-Chat? Digga, das ist das ekelhafteste, widerlichste, was ich in meinem Leben... Ey, hier das. Guckt's euch an, Chat. Guckt euch die... Das ist seine Tastatur gewesen. Bah, Digga. Das ist seine alte... Ist das... Ist das scheiße? Was ist das? Bruder, der hat da mit Ernst gezockt. Und dass er, ich schwöre auf alles, ich hätte diese Tastatur niemals sauber gemacht. Ich hätte die niemals sauber gemacht, ich hätte mir eine neue gekauft. Dass er die noch sauber gemacht hat, ist heftig. Bruder, da ist trotzdem noch Ebola, alle Arten von, alle Krankheiten der Welt sind da drinnen. Wirklich, das kannst du nicht reinigen. Weil das, also da drinnen... Kann sein, so ist Corona entstanden, ne? Kann ernst sein, so ist Corona entstanden. Kann sein, Sydney hat draufgekackt. Wirklich. Das ist so, also diese Tastatur, ne? Loki, man muss einen Retreat davon machen und sagen, ey, diese Tastatur ist das immer noch das Respektloseste überhaupt. Es sieht mehr nasty aus, als es in real life ist, okay? Digga.
Ich weiß nicht, ob das public ist, aber das Deutsche Videospielmuseum hat uns eine E-Mail geschrieben, dass sie gerne meine alte Tastatur ausstellen wollen würden. Bruder, diese Tastatur will niemand haben. Können wir ganz kurz darüber reden, dass meine Tastatur anfängt zu pilzen? Digga? Boah, das ist aber auch sehr nasty, Digga. Bah. Also, das ist keine normale Tastatur. Warte mal, wie sieht meine aus? Nur ein bisschen staubig. Aber ansonsten, hier. Wow, clean, man. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, wenn die Tastatur mir zu dreckig ist, dann kaufe ich mir meistens eine neue. So, okay, also, nehmen wir mal den Kollegen hier auseinander. Nee, der hat das nicht sauber gemacht. Boah, Digga. Ja, mit Chips Zange von Basti wird missbraucht. Leute, wie heißt die Zange, mit der Basti PvP nochmal die Chips gegessen hat? Die brauche ich. Und jetzt habe ich hier meine Fingergabel. Kann damit sozusagen meine Maus weiter bedienen, ohne Finger schmutzig zu machen. Ich muss mir jetzt kurz die Hände waschen. Ich habe so die Chips gegessen. Ich kann so meine Tastatur nicht benutzen. Bis gleich. Aber wie kannst du denn dann jetzt weiter Chips essen? Ich wusste nicht, dass man Chips so geil gabeln kann. Bro, aber Romatra ist wirklich 1:1 diese Optik, Digga. Guck dir den Typen hier an. Bro. Da ist es soweit. Offizieller Trailer. Seven in the Wilds. Die Gruppendynamik. Ich glaube, sie kippt ein bisschen. Ruhe, ich muss doch mal gucken. Was hat der? Die Gruppendynamik. Die Gruppendynamik. Gruppendynamik. Die Gruppendynamik. Die Gruppendynamik. Die Gruppendynamik. Er glaubt, die Gruppendynamik. Digga, ich sag das ganz normal. Die Gruppendynamik. Die Gruppendynamik. Das wird romantisch. Hier lieg ich, Marcel. Und wenn wir Lust haben, dann rutschen wir einfach über diese Zwischenmatratze. Boah, ich muss kacken. Ey. Hey, wo bin ich denn hier? Ich kacke jetzt hier rein in die Toilette. Die Gefahr ist, dass ich trotzdem muss wirklich groß. Übrigens zum Ausland. Wo ist denn die Ausleerstation? Okay, warte, ich spüle die Füße ab. Hä, wie stark editiert ist das? Komm mal da, Digga. Wenn ich morgens wach werde, muss ich immer erstmal richtig kräftig furzen. Immer. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Einmal habe ich mich auch eingekotet dabei. Ich werde dich so voll furzen heute noch. You know what to do with that big fat butt. Ey, Alter! So, jetzt versuche ich auch mal. Damn, boy! Oh. Nein, Vatos? Der kommt gleich Material. Digga, wir werden da gebannt, wenn du mit... Ah! Ja, ich leg mich genau. Sorry. Ey, bist du wirklich... Eine Drecksau, Alter. Drecksau. Ja. Junge, wie er seinen Arsch da reinhält, ist geisteskrank. Oh, Kinder, 3 Uhr morgens. erstmal zum Aufwachen, Chat. Wer hat statistisch gesehen den größeren Penis? Du oder Zabex? Zabex hat einen sehr kleinen. Ich musste ihn auch... Also... Blau? Ja, komm. Liebe geht raus, Zabex, ich grüße. Boah, Alter, die Gruppendynamik, die kippt ein bisschen, Alter. Boah. Also wirklich, ich schwöre, Papa Platte, seine alte Tastatur, das darf nicht... Bruder, das ist so ekelhaft. Bah, Digga. Das ist so ekelhaft, Digga.
Boah. Ich kann immer noch nicht wegen dem Dings, ne? Wegen dem einen Clip. Also Chat, ich bin am Sterben. Ich bin am Sterben immer noch wegen diesem Clip von Sydney. Ich muss den nochmal gucken. Der ist zu goated, dieser Clip. Ich kann nicht mehr. Eidos, hörst du mich? Ja. Ist dir dein Vertrag aber wichtig? Oder? Dieser verfickte, kleine, dreckige Bastard. Okay. Wagt es hier, eine halbe Stunde zu spät zu kommen, findet es lustig, irgendwelche Bingo-Wetten mit irgendwelchen anderen Bastarden aus Nürnberg zu machen und random Leute rauszuwählen. Er hat mit Willi eine Wette gehabt, dass er dich einfach rauswählt. Nein, oh, ja. Ich wusste doch, dass es Danny ist, Bruder. Die Fresse, okay, 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 ich hab deinen Clip gesehen. Okay, okay. Ist heute der morgen eskaliert? Ich hab deinen Clip gesehen, er kotzt nicht wissen, der hat eine Wette. Ja, okay, okay. Ich ergebe mich. Hör mir mal zu. Wenn du, schlimm. Ich werde nie wieder von dir Subs nicht annehmen und ich werde so lange darauf bestehen, bis du die Subs bei allen bezahlt hast. Es gibt keine Ausreden mehr, okay? Du kleiner Wichser, okay, du willst jetzt wo immer zahlen, okay. Immer. Ja, Mann, weil das nicht rauskommt. Geil. Er dachte, das kommt nicht raus. Das ist random, Mickey, das passiert manchmal. Ich rufe jetzt Dennis an. Ey, bitte, bitte, Bruder! Bitte, Bruder, ey! Heute ist es eskaliert, okay. Boah, dieser Clip, ne? Boah. Och. Bruder. Bananen helfen bei Durchfall, ist crazy. Der Mann hat eine Bombe platzen lassen. Ist auch so stark, Digga. Boah. Boah. Der Dämon in ihm ist erwacht, ist auch geisteskrank. Ey, Chat, ich kann nicht mehr. Das hat mich so gefickt. Oder Fate, die Bombe nehmen. What's up, ey, what up, Alter, what up, ey, fuck your bitch in the ass, clip your pain, Alter. Oh, ah, oh, sehr gut, wie geht's dir? Ey, Rojo, wo ist dein Arsch gefickt aus? Bruder, ich kann nicht mehr. Sag mir bitte, ich hab bis jetzt das Kackvideo geguckt. Bruder, dieses Scheißvideo war schon geil, aber ja. Bruder, dieses Scheißvideo hat mich komplett auseinandergenommen. Ja, und, das... und wartet aber kurz ab. Chat, bin ich der Einzige, der es so lustig findet? Das ist unnormal. Ich lache, ist kein Mensch. Wollt ihr reingehen? Sehr schön, sehr. Ja, rede, Digga. Ich schwöre, ich finde das auch so unfassbar. Ich werde nachkommen. Bro, das Trockene ist, dass halt... Er geht kacken einfach. Das Kranke ist, dass es ihn nicht juckt, Digga. Sagt ja, er sagt so, ich bin kacken gegangen, wo ist das Problem und so. Das Routine, oder das Routine. Er ist zurückgekommen und hat gesagt, Cypher ist bei C. Als wärst du so, als müsste ganz Chat wissen, Ausrufezeichen Kacke. Ja, er sagt noch Seifenblasen oder so. Er sagt einmal, guck mal, ich hab die Seifenblasen gekackt. Sage war. Ey, kann ich die Waffe aufheben? Kannst du die smoken? Ist okay, glaube ich. Sehr gut. Ja, Sage muss auch da sein. Ach, fuck. Aber habt ihr easy. Sehr schön. Da liegt eine Wendel. Sehr schön. Boah, aber wie sensibel sein Mikrofon sein muss, einfach, dass du einfach Durchfall hörst, einfach durch einen anderen Raum. Ich hör, dass dein Nachbar kackt, Digga, das ist das Kranke. Samra, kauf mir mal bitte. Hä? Kauf mir mal bitte. Oh, was ein Schiss, ja. Danke. Wir gehen nicht C. Ich fake C.
Nee, die Neon wurde nicht gebannt, ne, Josef? Hast du Nachricht bekommen? Oh, weiß nicht, ne. Spike, Josef. Ja, warte, jetzt geht nicht. Hier drin ist einer. Ja, ja. Ich hab Reveal. Der wird hier rauspicken. Ah, das war... Jetzt können wir das vergessen. Ja, war ein bisschen Gänsehaut. Wir können A. Cypher ist double da, am Fenster. Sage auch. Achso, steht erst. Okay. Wir gehen hinten rum, A. Achso, seid ihr schon 5er Q? A, wie slow. Ja, ja. Aber wenn du kommen willst, kann ich gehen gleich. Nein. Warte, die Wall in der Mitte bricht. Geht die auf A. Muss ich extra gehen, Digga. Mann, doch, wir haben Platz für dich. Sag einfach mal. Komm, ey, du Bastard. Du fetter Bastard. Warte kurz. Ich schau ein paar Videos so lange, Chat. Oh, ich will ein paar Videos über diese Leute, die über diese riesen Gebäude klettern, gucken, Chat. Das turnt mich immer an. Ich will ein Video gucken mit diese Dings. TikTok. Ein paar TikToks gucken. Okay. Du patzt letzte Woche! Aber warum patzt du den DFS? Bruder, hat Julius Prime Messi gefrühstückt? Ja! Upsides, oder? Nein, kein Upsides! Oder der Typ während der EM war auch geistkrank. Alter. Was passiert hier, Digga? Guck mal, Chat. Das ist so geisteskrank. Ganz knapp, okay? Kurz und knapp. Gib mir mal deine Nummer, bitte. Nein. Dann fick dich und hol den Arzt! Okay. Stop the cap. Crazy. Angels have been... Das sieht ein bisschen aus wie Kato. Nee, Chat, sieht nicht aus wie Kato, ne? Sieht nicht aus wie... Hä, was ist daran so schlimm zu sagen, dass er Ähnlichkeiten hat mit Kato? Sag mal, habt ihr noch alle Latten am Zaun? Jedes Mal die gleiche Scheiße mit euch! Ich kriege jeden Tag E-Mails, Beschwerden! Wann hört das auf endlich? Wieso gehst du an dein Handy nicht ran? Mach die Scheiße aus! Morgen um 15 Uhr treffen wir uns hier! Das geht so nicht mehr weiter! Habt ihr mich verstanden? Habt ihr mich verstanden? Ja. Super, morgen um 15 Uhr! Behinderten Affe, Junge! Und das Alter, morgen um 15 Uhr reden wir, Junge! So, jetzt. Roth reagiert auf Sydney, hat Dünnschiss und vergisst zu muten. Niemals ist das echt. Niemals ist das echt. Nein. Boah, wie lange haben wir denn gelacht, Chat? Warte mal. Das ist so krass, ey. Nein! Ey. Das ist crazy! Nein! Oder wie viele Clips es schon davon gibt, Alter. Baba liest Rapid. Bruder, Alter.
Sag mal, habt ihr noch... Sydney hat Dünnschiss und vergisst sich zu muten. Niemals ist das... Fick ich euer Internet, ja? Drecksbad Pyrmutter meiner Räume. Warum bin ich in einem verfickten Dorf geboren, ja? In einem verfickten Dorf lebe ich, ja? Kühe laufen hier rum. Ich bin ein Eiri, ich bin ein Bastard. Ein Nachbar beschwert sich unten. Seit 20 Jahren lebe ich hier. Ein Nachbar beschwert sich, ja? Polizei kommt 2 Tage hintereinander hier hin. Mein Internet funktioniert nicht. Ich habe am Tag 5 Stream-Abstütze, ja? Was ist das für ein Leben? Wäre ich mal doch in dieser verfickten Firma geblieben, gearbeitet da meiner Räume 9 Stunden am Tag. Handy mich in den Arsch gefickt wäre besser als dieses Leben hier zu leben, ja? Und ich wundere mich, warum ich keine Haare hab, ich Schwanz. Natürlich habe ich keine Haare mit so einem Stress im Leben. So viele verfickte Städte auf Deutschland, meine Eltern finden genau was Pyrmont. Das Schlimme mit ist. 2 Einwohner. Das Schlimme ist, dass unsere Eltern auch noch aus Türkei dieses Bastarddorf gefunden haben. Aus Türkei. Ja, aus Türkei, 20.000 Einwohner. Wie? Seid ihr geflüchtet von Türkei für Bad Pyrmont oder was nach meiner Kein? Palaya? Sag, was habt ihr in Bad Pyrmont? Wie, Bruder, wie? Dann geh auf Google Maps, du findest in Deutschland Bad Pyrmont nicht. Alter. Wie, Bad Pyrmont hat 20.000 Einwohner? Und so. Da stehe ich mit meinem Herz für. Aber manchmal platzt mir einfach der Arsch. Und vor allen Dingen, ich sag das von Herzen. Was passiert? Crash out heute? Soll ich lieber nicht im Stream gucken? Soll ich wegen am Morgen? Lange Geschichte. Ellos hat eine Ansage gerückt, da war halt Stress. Was hat Aaron gesagt? War heute so sehr Crash Out? Diese Hurensöhne im Internet, manchmal, ich schwöre, ich weine, weil ich so wütend bin. Und dann sitze ich hier, sage meine Meinung und muss mir auch noch... Das ist krass. Das ist... Hat Ellos Firma gegen Wand gefahren in dem Morgen? Fick ich euer Internet, ja? Let's see who builds the better rapper. Ist heute sehr toxic gewesen, oder was, Among Us? War denn das Problem? Eldos ist hart auf Clip-Farming aus. Irgendwann reicht auch mal. Eldos hat Bingo gespielt in dem Morgen. Ah, mit Willi oder was?
Ey, Bro, kannst du mich filmen? Wie, du hast eine Halbschwester? Ich habe eine Halbschwester in Berlin, aber ich habe keinen Kontakt zu ihr und meine Schwester hat... Typisch Dorni, die typisch Dorni. W Voice Dings, Mailbox. Das kennen wir. Soll ja nicht wichsen angeblich. Ja, ich wichse. Quatsch, Bruder. Ich wichse. Digga, das ist so ein Quatsch, Digga. Aber wenn du mal richtig abfeuerst, weißt du, wie geil das kommt? Digga, ich sag mal, richtig abfeuern ist besser als jede. Geht's ja nicht um Pornos? Ach, ich glaube, es geht um Pornos, stimmt. Ach so, ja, aber. Oder so ist es wichsen? Nee, es geht auch um Wichsen. Wichsen und Pornos, beides. Also ich sag Porn. Beides wird teilweise kritisiert. Teilweise? Ja, ich lasse ja weil es so ein, weil es ein bisschen vielleicht ist so verzerrt, ja, verzerrtes Weltbild. Ja, ein bisschen realitätsfern, Bruder, da so ein 45-Minuten-Match hinzukloppen, ne? Wissen wir alle. Das wissen wir wirklich alle. Ist einfach fern, ne? Und dann auch, wie der ganze Scheiß abläuft, plötzlich ist in der Waschmaschine jemand stecken geblieben. Und ja, Bruder, ist halt nicht so, ne? Du musst dir gefühlt, oder eher Eisschüsse. Also jetzt mal ganz ehrlich, ne? Damit hier, vielleicht haben wir hier auch ein paar. Es wird nicht so gebumst wie in Pornos. Naja. Also ich kenn niemanden von meinen ganzen Freunden, der jemals 45 Minuten gebumst. Ja, Bruder. Bruder, 45 Minuten ist crazy. Guck mal. Action. Boah. Was ist das für ein Film, Digga? Aus dem Weg, Digga, der kommt aus Hamburg, kriminelle Laufbahn, Hardcore. Was los, habe mein Haze in der Socke versteckt. Geh raus in die Hut, mach steuerfrei Cash, Digga, Todeslash. Big Sosa Mike, ich lutsche heute wieder Schwänze. Yes. Ich mach auf seinen Schwanz Tänze. Cobra Kai, ja, okay. Bitte? Guten Abend, ich melde mich wegen Ihrer Ebay-Kleinanzeige. Ja. Was ist das, eine Sonnenblende? Ich weiß jetzt nicht, welche Anzeige Sie meinen. Ich habe gerade Sonnenblende installiert, das ist richtig. Ja, genau. PT Cruiser Original Sonnenblende. Spiegel beleuchtet. Richtig. Darf ich die kaufen? Ja, sicher können Sie eine Sonne. Deswegen installiert man ja was, um dass man das verkauft. Ich dachte, Sie wollen das tauschen. Ach so, was haben Sie denn anzubieten? Meine transsexuelle Großmutter? Das wäre natürlich geil. Wie alt ist sie denn? 24. 24, das ist cool. Und wie sieht die so aus? Schon komplett operiert oder schon Titten gemacht oder Schwanz noch dran? What the fuck? Ja, so ziemlich alles, was man sich wünscht. Aha, das ist okay. Und wo wohnt die? Also ist die hier in der Nähe? In Twistetal. In Twistetal, das ist ja ein Zufall. Genau da, wo ich inseriert habe, Mensch. Oh. Dass die mir noch nicht aufgefallen ist, wundert mich. Ja, wäre eine gute Idee. Wenn ich sie das erstmal so richtig durch den Arsch ficke, würden sie dann zugucken, das würde mich geil machen. Gänsehaut. Das lässt sich. Sie sind doch so eine kleine, anonyme, perverse Drecksau, das müsste sie doch eigentlich anmachen. Was zum Teufel? Und Schlafprobleme haben sie natürlich auch, das ist mir schon klar, aber lassen Sie uns drüber reden. Therapeuten sind teuer, die Termine kriegt man relativ spät, Tabletten kann man auch nicht überall schlucken. Wo liegt denn das Problem? Möchten Sie drüber reden? Nein, möchte ich nicht. Ja, dann würde ich einfach mal die Drogen oder den Alk aus dem Kopf lassen, oder? Ja. Okay, und wenn Sie nochmal anrufen, dann doch einfach mal mit Namen und Telefonnummer. Alles andere sind feige Lutscher. Tschüss. Ciao. Rede. Das ist crazy. Junge. Der hat den ernst gefickt. Glaubt ihr, das ist fake? Alter, das ist insane. Dann motzt ihr kleinen Bastardkinder.
Was juckt mich, wer gerade irgendwas schreit, ihr kleinen Bastardkinder? Seit einer Woche versuche ich hier Aufstieg zu machen. Ich spiele um mein Leben. Ihr labert, der ruft an, ihr kleinen Peachkinder. Bannt mal jeden weg, lang, ihr Hunde. Ich schwöre dir, wie ihr mich aufregt, ihr Bastardkinder, ja? Holla, Mots, was seid ihr auch für Opferland? Was juckt mich das, ihr Hunde? Ich schwöre, ich bin so sauer. Ich spiele hier um mein Leben, das ist das Wichtigste. Ich lache, wenn mein Vater mich anrufen würde, ich würde nicht rangehen, ihr Peach-Kinder. Aber wir müssen ihn beibehalten hier drin. Chat. Bastarde, ne, ich schwöre, halt deine Fresse, Emot, und die Walla Billa. Mods, was seid ihr für Hunde? Ich schwöre dir, dass ihr das nicht emotet, ja? Jeder guckt zu, der ruft an, mach doch Abo-Modus rein, Junge, wie das abfuckt, Alter. Was seid ihr für Opfer, Walla? Walla, ihr seid alles Schuld. Bastarde, Digga. Und die Mods. Ihr seid alles Bastarde, alles seid ihr Bastarde, ich schwöre, ihr seid alles Bastarde, Digga. Walla Billa, keiner schreibt es rein. Aha. Halt deine Fresse, Jammy Boy. Walla Billa, kein Mods, keiner schreibt es rein. Ihr Bastard. Rede. Ihr kleinen Hunde, warum macht ihr Mod ohne? Boah, der war so sauer, ne? Eigentlich muss mal wieder eine Mottowoche her. Soll ja nicht wichsen angeblich. Okay, andere Frage. Eine Million ist da, wenn du musst dich entscheiden. Entweder setzt du deinen Rande ein oder nicht für eine Million. Oder für eine Million, ich erstech meinen Onkel, Bro. Ey, ich... ich erstech meinen Onkel, ist crazy. Ey, wie kann das sein? Ich... ey, ich mach nur... Ich mach nur Spaß, ich vergesse immer, dass ich auf Twitch bin. Ey, ich mach das nicht. Junge, Bruder. Natürlich meint er das nicht, das meinst du fiktiv. Fiktiv, genau. Fiktiv, Bruder. Das ist ein Abschnitt von Kinder vom Bahnhofszoo. Das ist in der 800. Folge, Seite. Und ja, wir distanzieren uns krass davon und das ist richtig nur Spaß. Aber seinen eigenen Onkel ist geistkrank. Und es geht einfach wieder um Geld. Ich bin immer noch nicht der Überzeugung, dass Riede gut schwimmen kann. Ich glaube, Karp kann schwimmen. Boah, top 5 Cancel-Momente. Ja. Warum? Mann, das ist geistkrank. Ich glaube, das ist die dunkelste Version, die ich von dir kenne. Ist das gut oder schlecht? Ja, ist doch was Gutes. Das heißt so wohlstandmäßig im Urlaub. Schwarz ist Wohlstand, sagst du? Nein, immer mehr. Nein, nicht. Schwarz ist nicht Wohlstand, Schwarz ist ein A. So. Du wirst beschenkt von Rort. Das ist nicht mal mein Account gewesen, der das Ding geschenkt hat. Was das ist. Es kann nichts Gutes sein, deswegen film ich. Das geht zu weit, Leute. Das geht zu weit. Das Problem ist, ich würde gerne das Bild nehmen, aber da sieht Sydney aus wie so ein Affe. Ey, Bruder. Weil er halt nur so mich anguckt. Ich hab doch gesagt, es gibt so Sprachen. Au, und dann. Hä? Sag nur mein Vater, Junge! Wie so Affe sind wir hier einfach. Der ist der größte Affe hier, Digga. Oh, warte. Das ist so crazy. Ich distanziere mich. Big Sosa. Chat, was sagt ihr? Dieser eine Bre am Bahnhof. Digga. Ey. Dieser eine Bre am Bahnhof. Chat, Loki, eine Motto-Woche muss mal wieder her. Eine Mottowoche muss eigentlich mal wieder her. Hey, we got 12. Just keep it moving. I'm Officer Turner. Play it really cool now. We actually got a complaint. What? No. From you guys. Who's Can complaining? I get some IDs from you guys? I got a newspaper. I got my birth certificate. What? What? I need to see an ID or get some names and date of birth out of you guys. Can I get 2 bacon McDoubles? Okay, this is serious. It's a fries. It's a part of the meal. The combo. The number 5. Let me get a Pepsi. Distract till I'm gonna hit him. I'm gonna run. Okay, I'm gonna distract till you run. Go ahead okay. And take a seat. Go. Nope.
Hey, Faye! Hey, Faye, you're supposed to distract him, motherfucker! I'm still trying to get there! I'm right there with him! Look at the shelf! Bruder, die trollen einfach Polizei. I don't care about my life! It's almost over! Go here! What you wanna do? Bruder, was die sagen, ist auch krass. Aber nee, guck, was er mit dir jetzt auch macht. Was? Boah, wie stark ist der? Lächerlich, Afro-Trap-Punk-Verein, Bruder weg, Mutter weg. Ich bin jetzt ganz allein, Kopf kaputt, mach mein Ding. Ich bin auf mich gestellt, Fake-Friend-Statement. Mit dem Finger, fick die Welt, Boxerschnitt. Ich komm wieder mit dem Boxerschnitt. Sind die Seiten auf Null, nimm die Katze, spinn. Wir sind zu Hause, wo es keine Hoffnung gibt. Schwarze Haare, Königskette, böser Blick. Aber stark. BUV, du gibst Kalle ein Cube Peach, schaut bis Ende. Was hat er ihnen gegeben? Fuck, was hat er gesehen? Alter, lag der da am Boden? Crazy. Bei mir hat einer geschrieben, das ist kein Übergang, das ist ein Untergang. Das ist crazy. Das ist so gottlos, das war wirklich, das ist der schlechteste Arschnitt. Alter, das ist wirklich ein crazy Arschnitt. Ah, okay. Jemals bekommen habe. Holy shit, Digga. Das ist wild, als das bei mir. Schön krass, oder? Ja? Oh no. Ich lese die ganze Zeit im Chat, was sie schreiben über Kevins Frisur. Und ich muss mich so zusammenreißen, nicht zu lachen, weil er rasiert so einen Schwanz. Und einer hat geschrieben, Kevin sieht aus wie ein Billard-Kö. Oh mein Gott, Digga. Alter, der Friseur hat ihn gefinisht. Ach du Scheiße. Hilfe, Chat. Digga, Tobi hat in die Gruppe geschrieben, Kevin ist der einzige Mensch, der nach dem Friseur schlimmer aussieht als vorher. Das ist crazy, Tobi. Dass wir gerade in der Weile stehen, fucking Baller loshören, Dominik, der Bart geschnitten wurde und ich den wirklich bodenlosesten Fate bekommen habe meines Lebens, ist verrückt. Die haben mich gefickt, Digga. Ach also, du Scheiße. Der Friseur hat eine Trefferquote von 50-50. Jetzt schau kurz meine Frisur an. Ist gut, oder? Ja. Okay. Jetzt kannst du dir denken, die anderen 50%. Ja, das hab ich gesehen. Das ist... Alter, Digga. Das ist wirklich ein respektloser Übergang gewesen. Willkommen bei McDonald's. Was ist Ihre Bestellung, bitte? Ein Chickenburger, ein Dürrflöscher und eine Zitrone, bitte. Ein Cheeseburger? Ein Chickenburger. Ach so. Tut mir leid, eine Chickenburger. Hm. Wie stark. Eine Gunnar oder was war das? Dürrflöscher. Eine Dürrflöscher. Welcher Geschmack? Pfirsich. 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 Sehr gut, und eine Zitrone. Wir machen gleich für die fertig. Einen Moment. Eine Chickenburger für dir, eine Dusslöcher für sich, eine Sauersauce und fertig. Wo ist Bestellung Nummer 236? 236! Zerbrech! Yes! Ihr Mann, mach! Fake it, du bei Schokolade! Ja! Hallo, Euro! Hier mit neuen Red Bull und so scheiß Eisbecher schmeckt auf jeden Fall geil. Und der hier, der ist auch schon Dubai-Schokolade und die auch. Und ich krieg nichts ab, die Opfer. Digga, also solche Menschen, ne? Digga, du musst dir überlegen, es gibt so viele Leute, die so jung sind und TikTok haben. Die müssen eigentlich gesperrt werden. Guck mal, Chat, das ist der. Rauch steigt aus dem Dach, alle Träume verbrannt. Unsere Herzen sind kalt hier im Brennpunkt. Mit dem Rücken an der Wand, klärt die Dinge mit Gewaltschüsse fallen. Im Anzug von Gänse. Gehen wir rein in die Bank, leerer Magen macht krank, aber beten bei Nacht, Gott vergib uns. Der Block. Man. Nutzer könnte unter 12 Jahre alt sein. Schicken. Fertig. Bruder, Chat, das ist auch. Real Talk, ich hoffe, sein Account wird gesperrt, aber er kann halt easy einen neuen Account machen, Digga. Aber es wäre auf jeden Fall besser für seinen Jungen. In dem Alter mit TikTok, dies und das, das tut einem auf jeden Fall nicht gut.
Mustafi, danke dir für deine 5 Gifted. Inshallah-Chat. Hoffentlich irgendwann. Guck mal, da ist die Katze. Na, was hast du zwischen 33 und 45 gemacht, großer? What's the name of the cat? The name? Na. Oh. Huh? Is it? What is it? Hier, hast du. Ja, ja. Heißt der Adolf? Oh, oh. Is this his name? Oh. Look. What did he do between 39 and 45? Niemals, der hat so ein Schnurrbart. Ach du Scheiße, das ist krass. Das ist crazy, Chat. Okay, wir sind tot. Entweder dir selber die Eier abschneiden, deine Mutter die Nippel mit einem Gasbrenner verbrennen, bis sie abfallen, oder machst mit Stefan einen Flitzer beim Pokalfinale und lässt dir von Stefan in aller Öffentlichkeit in den Mund pinkeln. Ja, super, Alter. Ach du Scheiße, ich kann mir nicht in aller Öffentlichkeit in den Mund pinkeln lassen von Stefan, Alter. Bruder, wie kommt man auf diese Frage? Stadion, das ist ja noch peinlicher, aber ich würde mir auch nicht die Eier abschneiden oder meiner Mutter die Nippel mit einem Gasbrenner verbrennen. Ey, Freunde, das ist wieder so eine komplizierte Frage, aber ich muss mich jetzt für etwas entscheiden. Ich glaube, ich würde den Flitzer machen. Ich würde mir eine Maske anziehen, genau, das würde ich machen. Eine Maske anziehen, mit Stefan den Flitzer machen und mir einfach von ihm in den Mund pinkeln lassen, ganz ehrlich. Ja. Das ist crazy. Ist doch besser, als sich die Eier abzuschneiden oder seiner Mutter die Nippel zu verbrennen. Das ist sowas von crazy. Herr, was laberst du? Alles gibt! Bist du behindert, Alter? Was will er Ihnen damit sagen? Was geht an? Habe ich mich erschrocken? Leroy. Du hast die Spiel gecheckt, Mann? Oh, man ist hier. Bist du behindert? Oh, man ist hier. Oh, mein Gott. Also muss man sogar hören, oder was? Oh, man ist hier. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Eventuell. Ananı sikeyim. Ne diyorsun? Ah du Scheiße. Ich komm zu dir. Ich sterbe zu dir. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Er ist bei mir. That's crazy. Yes, I know I'm blessed, but sometimes I wish I could go back. Digga, das ist crazy. Das ist crazy, Bruder. Ich werde dein Leben ruinieren, du Hurensohn. Das war noch nicht alles. Warte ab, was auf dich zukommt. Auf dich und jeder, der Hurensohn, der mit dir ist. Ich werde deine Mutter ficken. Du wirst das bereut haben, meinen Namen in den Mund zu nehmen, du Hurensohn. Was ist das? Dieser Krankenhausanzug. Von hinten an meinem Kragen hat irgendwas mich gezogen, so einmal kurz an meinem Krankenhauskasak. Und das war dieser Grund, warum ich nie wieder zurück in dieses Krankenhaus wollte. Ich habe instant am nächsten Tag gekündigt. Instant. Was passiert? Was macht er da? Josef, mach mir keine Angst, du Schwanz. Was machst du da, Land? Was passiert? Ach, keine Ahnung, Bruder. Was macht dieser Trapezkopf? Ey, geht's dir gut? Ja. Oder was hat der gemacht, Bruder? Hallo? Warum ist Mert im Call und hat Headset nicht auf und ist am Handy? Meinst du ernst? Bruder, Walla, meinst du ernst, du Schwanz? Zeig. Seid ihr fertig? Ja. Ja. Komm mal her, Junge. Hey, komm mal Bruder. Rein, Junge. Komm mal her, fucking. Ja. Warum? Mert ist der Einzige. Bruder, Mert ist manchmal live, hat nicht mal Headset auf,
hängt mit euch im Call, ist einfach nach hinten gelehnt und ist dort auf TikTok. Bruder, ja. Er ist keine 15 mehr, 16, Bruder, das ist kein 20 mehr. Er ist Opa, Lo? Er ist Opa. Kommst du? Er ist echt, ja, aber sein Chat weiß schon. Oh, mein Rücken, ja, mein Rücken tut weh, Jungs. Yalla, Rojo. Row in the heart. Row in the motherfucking heart. Hiya. Can I get a hiya? Dann, Jungs, danke für die Runde. Ey, du bist der Beste, merkt ihr das? Jula, wir lieben dich. Danke, dass du mich eingeladen hast. Wir lieben dich, Jula. Okay, aber übertreib deine Rolle nicht. Jalla, geh jetzt. Ey, ich geh raus, Jula, Alter, spiel. Nein. Nein, nein. Nein. Ciao. Ja, ein süßer, Alter. Warum bin ich heute so? Ja, Walla. Der ist so süß, Alter. Jula ist so süß, er fick ihn doch. Wie alt ist er? Wie alt ist er? Wie alt ist er? Keine Ahnung. 19. 19, okay. Ich hab AFK-Strafe bekommen, niemals. Mhm. 3 Minuten Sperre, aber alles gut. Ey, Sula, komm gleich. Ah, okay. Ey, Sula, komm mal her, scheiß mal. Ja. Oha, Hashtag Saucer. Yeah, Hashtag Saucer. These bitches love Saucer. Rise in the rose. Fuck me in the rover. Das Lied kam heute me auf meinen Kopfhörern, als ich im Fitness war. Ich bin runtergefahren bei Klimmzug. Ich bin einfach, kam Saucer, puff, meine Hand rutscht einfach raus. Da. These bitches love Saucer. Oh, you can over. Momentan euer Lieblingslied. Mein momentanes Lieblingslied. Momentan? Ja. Meins ist Lil TJ, Juni 22. June 23. Check. What's my favorite? Das ist gerade momentan mein Lieblingslied. What's my favorite song right now? What's my favorite song right now? Das kann ich hoch und runter. Ich höre das die ganze Zeit durch. Das ist halt ein Fehler, weil das Lied in 3-4 Tagen halt scheiße ist. Boah, ich glaub, Junge, starte timeless. Dieses verfickte Spiel. Geht noch nicht. Ich sag Timeless. Timeless? Ja. Was kann das? Was kann das? Welcher Song? Von wem ist das Timeless? Von The Weeknd? Ja, genau. So. Kennst du das nicht? Ich höre es jetzt gerade, ich weiß nicht, ob ich das kenne. Oh. Och, B, och. Boah, stark. Chat, was ist euer Lieblingssong gerade? Boah, stark. Wow, geil. Ey, Weeknd war, glaube ich, auch bei diesen Partys dabei, Digga. Ist das Rückbacklied? Warte, nein, nein, das ist, boah, das ist so ein geiles Lied. Richtig Fantasiebeat, Digga, was passiert denn gerne bei Collabräuschen? Ey, Chat, schreib mir mal ein heftiges Brettlied, Alter. Komm mir aber nicht mit Kollege oder Ding. Irgendwas, keine Ahnung, Alter. Kollege, was denn das mit? Future Lil Demon. Ey, ich wollte halt eigentlich so Action machen, wo ihr mit dieser weißen Chaya geredet habt, Josef. Wer? Bruder! Bruder, ich wollte mit Haftbefehl, ich wollte mit Haftbefehl Musik um die Ecke kommen, ich wollte die tot beleidigen. Ey, wie lustig, Alter. Ey, Mann. Okay. Ey, hört ihr Deutschrap? Stark. Nee. Wenig, Bruder, wenig. Außer ja, auch wenig, aber ich gebe euch einen Call, Walla. Mhm. Ich gebe euch einen Call. Er heißt Muko mit Doppel-C und der Song heißt Abseits. Mucho heißt er. Mach den Mann bitte den Song, Josef. Muchos Lotus. Mucho. Hört ihr den mal laut an. Ich kenne den. Den Song kennst du? Ja, ja. Den Song aber? Ja, ja. Du laberst ja. Wie geht Ich hoch? Schwöre. Ist wie das mit seiner Mom? Mit meinem Vater, mach mal einfach an. Seine Hook ist das erste Mal, als er singt. Das habe ich heute noch im Auto gehört. Ja, ja. Ja, ja, ja.
Kranker Song, oder? Er ist über seine Mom krank. Mucho ist auch sehr, sehr guter. Okay, was... Like... Future Sky? Gehen wir für die Rainer am neuen. Okay. Hey, Serge, machen wir jetzt normale Dings, Crosser, Alter. Ja, okay. Jetzt spiele ich ernst. Jetzt spiele ich ernst, okay? Versprochen. Okay. Ohne Träumen. Das geht nicht, Jungs. Was ist das? Bruder, du Serge, kleiner... Was anderes. Du fetter Kurde, ja. Nein, jedes brauchst du nicht Mal. So zu sagen. Warum piekst du dann nicht? Jedes Mal, aber er macht das halt auch absichtlich. Er will gar nicht Rainer spielen. Seitdem... Nee, wie, ist nicht so meins. Seitdem wir spielen, jedes Mal macht er das. Sonst geht er immer Phoenix spielen. Nur weil er mich... Rede. Ey, jetzt wird er noch Jet, ja. Ey, Rot, was willst du im Turnier spielen? Jetzt Zaka Valley, aber welches Lied? Weil je nachdem, womit ich Bock habe, euch zu ficken. Keine Ahnung. Ich mach spontan. Du Kleiner, ey, ich werde dich so ficken, Bart. Ach, Bruder. Ich werde so mit meiner Jack auf die drauf liegen. Bruder, dass wir gewinnen, ist sowas von klar. Das ist unfassbar. Bruder, ihr habt aber auch ein Kinderverarsche-Team. Aber wir haben schon gewonnen, Janne. Also, wir gewinnen nicht. Also, wir werden nicht gewinnen. Wir haben schon gewonnen. Quasi Geld wurde schon Ding. Wurde schon euch überwiesen. Work with me, Rainer. Your enthusiasm. Hat mir was gesagt? My caution have qualities on the battle. Stark! Oh, geil. Warte, schau es mir gleich nochmal zur Enderun. Oh, guter Song. Chat, unser Team für Samstag. Ich, Unfair, Medi, Amar und Fabo. Das ist unser Team. Einmal gekauftes Red Bull Team, Alter. Einfach Avengers. So. Bitte so. Aber ob du sagst, Gänsehaut. Oh Mann! Bruder, die sind ja Fullsplit, hä? Die sind jeden Catwalk, Catwalk, Catwalk A. Catwalk A. Oder als ob da keiner mehr ist. Oh, die Kitsche ist ein Dude. Tschüss. Oh. Spike planted. Oh, Maus. Stark, Maus. Oh. Oh. Stark. Boah. Oh. Hä? Fuck you, bitches in ass, Alter. Fuck you, ass. You getting Frank Ocean on my room, Alter. Ey, ich schwur, ey, fuck me. Fuck me, Alter. Alter, ist das geil. Not you, fuck me, Alter. Ist das geil, Alter. Boah, das ist so geil, dieses Turnier, Chat. Einfach Leute rasieren, Chat. Ja, du weißt, dass noch ein Team weiterkommt, ne? Ich würde so investieren an den Also, Tag. Du hast nicht direkt gewonnen. Ein B-Ding, B. Oh, Full B. Oh, alle. Ah, ich hab verkackt. Oh, Mann. Oh, Bruder, was haben wir alles gemacht? Was machen Alter? Die, Alter? Komm schon von hier, ne? Von rechts. Hinter euch. Boah, Bruder, ey, Sam. Ey! Sam Wodka, gegen den haben wir schon gespielt. Macht der Econ. Ah! Ja, gegen Sam Wodka haben wir schon mal gespielt. Egal, alles gut. Alles gut, das waren die ersten zwei Runden. Ja, wir haben doch jetzt Waffen. Chillt doch mal kurz. Ja. Jetzt atmen, Jungs, jetzt atmen. Nee, ich finde aufwerten ist scheiße. Aber warum pushen die jedes Mal? Ich weiß nicht, warum könnt ihr mal ein bisschen halten? Wir wurden gepusht eigentlich, ja. Egal, einfach alles halten. Haltet einfach. Ja. Das ist noch mehr Verarsche als Konsole Cup Rede. A. Selbst A. Sehr viel. Sehr schön.
Gänsehaut. Guckst du mit der Samurai? Ja, ja, ich hab hier diese. Die dreht um. Boah, der chillt hier, fuck you, Alter. Noch ein Heal. Ja, Mitte 2, Mitte 2, Mitte 2. My bad. Die kommt zu dir, Rainer. Alter, I'm shit, you know what shit is? I'm Red shit. I'm this shit. Der Debil. Sehr schön. Bei uns was? Junge, der chillt hier in Ecke, ja. Der läuft Garten, der ist hochgedingst. Mach der Arrow durch, mach der Arrow durch. Trust me. Ich hab keinen. Der geht rechts. Nutz einfach eine Waffe, Bruder. Ja, du hast deinen Arrow, was glaubst du? Ah, ja, stimmt. Er geht durch Marke doch, B. Ja, der geht A, A, B. 30 seconds left. Okay. Arrow? Revealing area. Spike planted. Boah, guck mal, wo der platziert, hä? Pomping, Alter. Oder du hast nur gewartet, dass er auch Chance hat, oder? Weißt du? Ja, ja, ich will gucken, ob er. Oh, ich leg mal. Also, mit der wenigsten Waffe, Bruder. Ja, okay, egal. Jetzt vorbei, Jungs. Lass mich mal auf A spielen, ich kann mein Ding, meine Drohne da. I got no. No. Geklatscht, genau. Ich bin pleite. Give me my money. Give me my money. Yeah. Zeig, mach du. Give me my money. Ey, ich wall hier. Ey, keiner B. Lass den B einfach blenden. Das wäre richtig cool. Fick deine Mutter, Alter. Die machen Wall kaputt. Das ist krank. Mitte Klaus. Auf B ist was? Auf B, auf B, auf B, auf B, die kommen rauf. Hä? Sag doch. Spreche ich Französisch? Nee, das war auf A, der war auf A. Der verteilt kranke Dinger, dieser Killjoy, ja. Oh mein Gott, die halten. Zwei bei dir dort. Ich komme, ich komme. Da war links einer, Digga, ich hab ihn gar nicht gesehen. Spike planted. Dreck, scheiße. Bruder, ist so krank. Wow, warum ist das, Mann, Alter, die aber so viel? Wir respektieren die aber zu viel. Deswegen kriegen wir Angst beim Aimen. Bruder, ist das krank. Ja, Walla, es gibt so viele geile Dinger, aber ich kenne sie halt leider nicht. Zerg, piek mal raus, ja. Hey, warum liegt hier eine Wendel? Pieg mal raus, ja. Guck jetzt, Chat. They will cover. Bruder, die kommen alle, die kommen alle. Ich bin nett, ich bin nett. Komm raus, komm raus, komm raus. Ich bin nett. Gänsehaut. Dark Land. Einer hinter und einer auf der Mauer drauf. Auf der Wall, pass auf. Ich hab keine Waffe. Der ist auf der Wall, auf der Wall. Sehr gut. Wow. Stark. Oh, ich bin. Ja, dieser Ding ist nichts für mich, Alter, Sova. Der ist schon sehr stressig. Sova? Ja, ja. Null zusammen, ja. Oder das ist halt Ritter von 1930. Mit Pfeilern. So. Das ist so schwer. Warte, Macke, Chat. Warte, Macke. Warte, Macke. Warte, mal Infos auf B. Macke, du. Kennst du? Ja, alle. Kannst du mich resen, ja? Ja, warte. Ja, Bruder. Och. Gehen die B rein? Er ist links hinter der Treppe.
Oh mein Gott. Sehr schön. Die sind B schon drauf. Wir haben schon geblendet. Es ist so kacke gerade. Wow. Oh, fuck you. Hä, what the fuck is going on, Digga, right now? Digga, Alter. Okay, Jungs, lass mich kurz hier carryen, Digga. Ey, lass mal Mitte spielen. Ich hab kein Geld, ey. Komplett. Ich hab auch kein Geld. Chat, kennt ihr richtig nicht. Minus? Einer soll da Dings gehen. Lass uns kurz hier übernehmen. Ich muss Mitte spielen. Kurz auch ernst spielen. Ich mach B zu einfach. Mach B du direkt zu, ja. Oh, warte. Geh du mit auf A, Ward. Ich kann eigentlich ein bisschen halten mit Slow, bis die kommen. Ja, B aber. Das ist B, Jungs, ne? Ja. Mitte ist auch was, Mitte Killjoy aufpassen. Aber vielleicht gehen die zurück, weil ich hier halt gehalten habe. Ach, Mitte? Oh, die rotieren alle rüber? Alle mit der. Nicht alle, aber. Stark, ja. Wo sind die? Ich glaube, die werden alle. Alle. Ey! Du Hurensohn, du Hurensohn, du Hurensohn! Hier. Vorsicht. Oh mein Gott, Digga! Wie die pieken da! Ist da rechts, ja. Links von dir? Junge, wie die uns ficken hier, was passiert hier? Wow. Okay. Small Faker. Okay, guys. Let me lock in, okay? Okay, wir spielen so ein Mitte 2A, 2B, okay? Ganz easy. Maus, geh du Mitte, damit du beide Seiten smoken kannst, aber du piekst nicht Mitte, nur ab und zu vielleicht, um zu gucken, ob jemand rauskommt. Ich piek jetzt, schwöre, ich bin sauer, ich muss pieken. Nein, oh, kauf nicht! Drei Riot-Ding. Oh, Jungs, was macht der ja? Vertrau mir einfach. Guck einfach oben rechts. Jetzt bin ich voll drin. Guck mal jetzt, wie ich jeden fick. Ich bin jetzt richtig sauer. Ich wall hier, ne? Sauber. Ja, wo brauchst du Smoke? Gensort, ja. Wo brauchst du Smoke, Gensort? Bruder, minus 145! Rechts! Alle da. Ja, minus 145. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sind die schon drauf? Nee. Mach den Pokéball. Face your fear. It's you and me. Komm her, du Bastard. Sind drauf, die kommen. Mach dein C. Spike down B. Einer ist hier close bei mir. Mann, was ist das, Alter? Ja. Yes. Warte, chill. Spike ist bei euch, Jungs. Spike ist bei euch. Könnt ihr Mitte kommen? Aufpassen, bitte. Ich hab meine Brille nicht angeschaut. Ich hab recht geredet. Ja, gut. Sehr schön, sehr schön. Ich hab doch gesagt, Alter, jetzt werden die gefickt, Rede, Alter. Red. Nimm mich, ich schwöre auf, ey. Ich geh Oder, auf. Ich check manchmal nicht, warum Sheriff nicht One-Shot ist, Digga. So, wer braucht Waffe? Ich kauf mir mal. Ja, ich kauf Spectre, Bruder. Ja, kauf. Und jetzt die gewinnen. Ja, Bruder, guck hier, muss immer Erster sein, ob du alles oder nicht, Alter. Bruder, ja. ich rede gerade eine halbe Stunde, ich habe einfach wieder gerafft, dass ich müde bin. Maus, gibst du mir mal bitte wieder Ding? Hier, das wo bist du? Ja, hier und mir? Mitte auch einer? Ja, geht ihr mal rüber. Sind die slow oder aggressiv? Warte, Bruder, wie die sind aber schon Mitte durch, Digga. Jungs, einer muss immer Mitte gucken und callen, wenn die da durchgehen oder so. Digga, er steht vor meiner Fresse schon. Ach, Bruder. Nein. Oh mein Gott. Ey. Was, Jungs? Ey, ich höre, wir spielen Sperrmüll, also... Ja, Walla, das ist gerade Müll, Jungs. Das ist richtig Müll. Guck mal, einer, Maus, du bist Mitte, du piekst aber nur so...
dass du uns sagen kannst, wo die sind. Okay? Lass mal alle A-pushen, ja, komm. Kommt. Komm, lass mal alle A-pushen. Nein, 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 das ist Schwachsinn. Wir haben noch keine Waffen. Wie? Kauft nicht, wir müssen ein Solo machen, Ding machen. Wir müssen Econ. Ach, Jungs. Ja, müssen wir, Jungs, das ist... Maus, guck du nur Mitte. Warum bist du jetzt hier? Egal, ich würde alle A-pushen machen. Nein, nein, nein. Mach dein Ding da. Mach dein Ding. Reveal aber auch von Anfang an. Ja, ja. Auf B ist was? Mitte ist auch was. Der ist schon durch. Der ist schon durch. Nein, Bruder, wie ist er aber durch das Slow gegangen? Der ist sogar durch Slow. Der ist durch. Bruder, wie kann man da mit random reinschießen? Ach komm. Spike planted. Bruder, was passiert hier? Ja, was passiert hier, Bruder? Boah, Sergen, was war das, Lan? Hinter uns, oh mein Gott. Alter, das ist crazy, man. Bruder, was die machen. Bruder, wenn ich ihre Symbole sehe, dass sie Silber sind, dass sie Bronze sind, Bruder, was, wen wollen die hier gerade verarschen? Das ist Verarscher, dieses Team. Es gibt noch eine. Guck mal, wir haben jetzt Waffen. Guck mal, lass das mal bitte spielen, wie ich das gesagt habe. Wall mal bitte B zu. Sage. Ja, mach ich. Wall mal B zu. Und Maus, du guckst einfach nur und dann smokest du die Seite. Ey, um mir, Smoke A, Smoke A. Mit. Och, bei. Ja. Mitte könnte wieder sein, Garden. Warum steht keiner Garden, Jungs? Dings. Bruder, was? Ich hab kein Aim. Killjoy kam spät, Mitte. Sauber. Jetzt kann man geht nicht das nicht kaputt? Nee. Peek, du hast Ebel. Du hast Ebel, bleib oben. Bleib peek von oben. Ja, Bruder. Ja. Wo war der? Warte. Ander, der ist Ander. Geh rein, Josef. Ja. Stark, Land. Maus. Maus, großer Jaro, Mann. Große Jaro auf dein Kopf. Ja, Jungs, das sind Defender, Mann. Wir sind jetzt gefickt. Vielleicht habt ihr keine Schule oder so, Maus? Wir haben noch eine Runde. Kommt. Komm, die Runde ist morgen. War heute Feiertag? Mhm. Kann mir einer kaufen? Ja, morgen heute Feiertag, war Feiertag. Ja. Aber morgen nicht, ne? Ja, morgen ist kein Feiertag, aber viele haben Brückentag. Maus, verkauf mal eine Sache. Warte. Thank you. Nein, geh du mal Garden wieder, Rohr. Lass mich da. Boah, darf ich Garden spielen? Jungs, ihr dürft Garden nicht leer lassen, Digga. Die gehen da ganz leicht durch. Ja, lass mich mal Garden bitte spielen. Ach, Gänsehaut, Bruder. Bruder, dieser Killjoy ist krank. Walla ist krass. Sei ehrlich, krass, ja. Walla, der ist krass. Smoke da. Ist doch. Was hast du? Er kommt raus, er wird über Market spielen. Er wird über Market spielen. Hier ist einer, ist close. Nein, ich hab keine Muni mehr. Hey, sehr bitte. Schön, sehr schön. Bruder, wie bricht man dieses scheiß Heli-Ding ab, Chat? Bei mir. Bruder, was drücken die, ja? Ja, diese Killjoy ist krank. Bronze angeblich. Walla, diese Killjoy ist krank. Der drückt kranke Dinger. Alle geholt. Ah, Bronze Brückentag, angeblich. Morgen Brückentag, das heißt ja morgen alle frei, Chat. Stark. Ah, ihr habt morgen frei. Ja, die meisten nehmen sich halt einen Brückentag, ne? Ja, aber Schule. Ja, Bruder, einfach. Wie ist das denn? Ah, ich hab auch Schmerzen. Schule war doch damals auch immer Brückentag dann, oder? Ja. Manchmal, ja, manchmal. Bis Mittwoch. Ey, komm mal alle über Mitte, bitte. Ich werd hier. Bis Mittwoch. Ich dann nochmal Donnerstag, Freitag arbeiten und dann. Garden werde ich smoken und dann gehen wir in Mitte durch, bitte. Ihr könnt da sogar durchgehen. Was laberst du? Wohin willst du? Ich will durch Mitte gehen. Okay. Aber keine Angst haben, geht in diese Kämpfe rein. Ich werde smoken da oben. Sehr schön. Und jetzt? Ja, jetzt haben wir ein bisschen gekackt, aber... Nee,
Bruder, kleine Hure. Sein Schild ist weg. Rein, komm, komm. Sehr schön. Komm, was los, Mann? Drauf. Heimisch, Sage. Ich hab dich schon gehen gerade. Nein. Sehr schön. Doch, du bist wieder low einfach. Bitte fick diese Kiste. Stark, Wortlang. Ey, der kommt immer gun. Leise, alles gut. Warte, ich reveal ihn. Sehr gut. Junge, Rot gefickt. Redet, endlich. Bis Mittwoch heißt. Mittwoch wieder. Ja, Mittwoch arbeiten. Mittwoch, dann ist der Freitag, genau. Oder ist ja auch süß. Der eine von SpongeBob-Chat. Diese Brille. So. Okay. Lass mal wirklich versuchen, noch gegen die zu gewinnen. Ja, Walla, ich hab voll Bock, das zu gewinnen. Ja. Wie ein Jaro stehe ich 5-12. Wartet. Alle, oha, zwei Mann. Was? Direkt rotieren. Drei Mann. Trust me. Komm. Trust me. Ja, super. Jungs, wir haben Mitte. Zwei Mitte. Bruder, was ist die Killjoy? Bruder, sehr schön. Was? Bruder, diese Killjoy mit Classic Lan? So geisteskrank. Wo spielen die immer? Beide Dinge. Und der ist sehr auch schön. Auf A. Komm, wir gehen B. Ich höre, ich sehe aus wie die Larry, die Sego gerade. Ja, okay, sehr schön. Bruder! Plante, versuch bitte einmal. Ach, schade. Okay, jetzt wird's schwer. Jetzt haben die Waffen. Das bedeutet, wir müssen... Lass Mitte Split machen. Mitte A? Oha, was ist das für ein Weg? Ja, ich mach Mitte zu, hat er recht, komm. Redet der von Catwalk? Catwalk, ja. Yeah. Okay, warte, dann komm ich. Beide. Okay, ganz geht's zu dir, ne? Aber Sloan bitte, Jungs, Sloan. Warte, wir müssen alle zusammen. Ich bin da. Wir müssen dann alle reinrennen. Ja. Jetzt reinkommt. Okay. Komm. Und euch alle schon mal in sexy Pose. Sehr schön. Ihr habt das. Nein, Garn. Mann, ich wusste doch, dass er von da kommt. Sehr schön. Warte. Ist er da? Nee. Der ist gefährlich, ne? Aufpassen. Warte, er ist vorne. Sehr schön, Junge. Hab ich ihn gehittet? Das würde ich gerne wissen gerade. Zeig den keinen Respekt mehr, Digga, ich schwöre. Nee, hab ich nicht. Okay, yeah. Guck mal, jetzt eigentlich... Boah, was sagt ihr? Eigentlich kaufen, ne, jetzt? Ich sage... Ja, ja, wir können kaufen. Wir überlebt haben. Also ich sage... Hm. Straight A eigentlich, Bruder. Ich sage B, weil Killjoy wird, glaube ich, auf A jetzt spielen. Meinst du? Weil Killjoy spielt jetzt ja, erst ja, B. Ja, aber lass mich, okay, dann lass mich kurz hier abchecken, ob es sicher ist. Ja, genau, check mal. Ah, Bruder, ich bin so schlecht mit diesem Reveal. Ja, Killjoy ist nicht hier. Sehr schön. Was sagst du? Killjoy ist nicht hier, sag ich. Hier. Ja, dann lass B, oder? Ja. Lass B. Er ist rechts laut. Ach man, Bruder, dass er noch komm, zwei B. holt. Komm. Er geht B. Geht full B. Komm, fix sie komplett. Du warst B durch, ne? Ja. Geplanten. Ja, dann push nicht. Komm zurück. Ja. Lass das mal holen, Jungs. Schön. Ich glaube, der von unserem Spawn kann sein. Aus deine zwei Smokes sind so wichtig. Warte, bleib mal leise, Shane. Wo? Mitte. Sehr schön. Alter. Deine Smokes, Maus, die sind so wichtig. Einfach ablenken. Ja, ich weiß doch, wann ich die setze. Jungs, aber ihr müsst zuhören. Ich sage, lasst uns B gehen. Ihr seid schon Catwalk drinne, Digga.
Ihr geht ja, im Garn Bruder, rein. Weil ich da geholt wurde und der stand mit ja, Pump oben auf der Wall. Der war auf Wall mit Shotgun. Aber ich hab's predicted, jetzt wird Killjoy wieder Safe Call auf B gehen. Darum kommt wieder A. Das A gehen. Chat, wo kann ich denn revealen? Wo? Ich muss hier. Ich brauch den Punkt hier. Ah, wurde abgeknallt? Killjoy ist A. Killjoy ist A. Killjoy ist A, dann dreht direkt um, Bruder. Er ist hinter der Wall bei Catwalk. Dann lass uns direkt umdrehen. Einer Mitte. Warte. Sage und Killjoy beide auf A. Mit dir, oh mein Gott, wie hab ich den nicht geholt? Oh, Bruder, das war so schlecht. Ach du Hurensohn, du Nuttensohn. Wo ist Bombe? Nein. Spawn. Ach, Mann. Ich bin slow, lass versuchen, einen rauszuholen. Mach mal. Ich hab nur eine. Gerade? Nee, ich hab beide. Was ist das? Geh rein. Beide B. Schade. Nein, Bruder, genau in dem Moment, wo ich runterspringe, ja. Nein. Alles right, Bruder. Okay, alles gut. Oh, Alter, ja. Alles gut. Ja, von diesem Gegnerteam bekomme ich Dinger reingedrückt. Oder woher diese Ace? Ah. Woher diese Ace jetzt, Stani? Catwalk, oder? Nee. Bruder, lass mal richtig slow spielen, bitte, ja? Lass mal versuchen, zwei Leute rauszuholen. Ich werde jetzt auch mit Ops spielen. Ja, zieh du durch, ging ich mal mit. Ich habe auch einen Ding, ich ne? Mithalten. Revive. Wir machen den mal richtig nervös. Ja. Halt mal komplett mit, ja? Ja, genau. Cross, genau so crossen. Haben wir Digga, was ist das für ein Ding? Zimmer verschwindet. Ich hab einen. Da sind zwei da. Ich versuche B mal kurz gucken. Yusuf, geh zu denen. Einer mit dir hier? Ja, geh du. Move du, ich halte mit Op. Okay, ich weiß nicht. Nein, I'm a fucking Foxstar. You know that? Oh mein Gott, ich bin einfach dead. Sehr schön. Ach, Bruder, geil. Bombe liegt dort. 80 auf. Ach, Bruder, fick deine Mutter, deine fette Hängebusenmutter, Alter. Okay, geh weg. Pass auf. Du musst sterben. Ihr braucht Spike, ne? Ihr habt 30 Sekunden. Ist gut. Wo ist Spike? Okay, Spike auf ist A. Maus, sie war Mitte auf jeden Fall. Sie kann jetzt Window sein. Ja, geh weg. Ja, der ist da. Der Bombung geht auf B, oder? Nee, habt ihr keine Zeit. Plante, halt Rest wieder. Noch 10 Schuss. Dizzy, Seven, help. Jetzt musst du ihnen helfen. Hittet. 35. Oh mein Gott. Alter, ist das krank. Mann, Digga, ist das krank. Er hat zuvor abgeknallt, ja. Das ist crazy. Er hat sogar zweimal draufgeschossen, ist nicht kaputt gegangen. Krank, wirklich krank. Bruder, ist dieser Roboter nicht da? Weiß ja niemals, dass ich da bin. Ach, fuck you, Bitch, Alter. Ja, fick ich so einen Roboter, soll einen Serge ins Arsch schreien, dieser Roboter, ja. Aber warum in meinen Arsch? In deinen Arsch, tief rein, Mann. Bruder, warum nimmst du auch Jet, Bro? Warum nimmst du mir Jet weg, Bruder? Mit 8,15, du respektierst ihn nicht, Alter. Bruder, einmal eine schlechte Runde, Bruder, heißt gar nichts. Ja, warum Jet, Bruder? Konzentration. Das ist aber auch kein AD Peak, Digga. Aha. Ja, ne, ich bin einzig der Aufschließung, gar kein Problem. Ach, fick deine Mutter mit deinem Op. Zen, geh komplett durch. Aber ich bin.
Ich hab sie, ich hab sie. Arme Nachbarn. Da kam noch einer, da kam einer hinter dir. Noch einer bei mir? Ja, hinter, da kam einer. Ja, Garn, Garn, du Bastard. Sehr schön. Also okay, Joy, Dings, Pop auf. Sergens drin, geht doch weiter. Komm, komm, geht, 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 geht. Komm, komm, geht, ja, geht. Oh mein Gott. Scheiße. Warte, ist revealing. Komm, 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 plante, plante. Ihr guckt beide hoch, ihr guckt alle drei hoch, Jungs. Ey, hast du deine Wall? Nein, nein. Pack ihn dir, Samra, pack ihn dir. Boah, der legt mir dickste Ding. Ach man. Geisteskrank. Ich hab noch nie in meinem Leben so ein Ding bekommen. Warte, ich ping dir. Boah, rede, rede. Nein, nein. Walla, so stark gemacht. Nice try. Boah, das war... so komische Runden, Bruder. Das ist die komische Runde, Bruder. Weil wir spielen hier nicht gegen Bronze oder sonst was. Keine Ahnung, was das ist. Ach, Mann. Kommt, Jungs. Ja, was können wir machen, Bruder? Ich weiß es nicht. Irgendwas müssen wir uns doch einfallen lassen. Ah, fuck. Ich hätte die holen können, ja, Walla. Ich glaube, Deep Talk nach der Runde ist es. Hey, Mann. Oh, ich hätte die holen können. Fuck me, Chat. Jungs, komm. Hab einen. Einer ist noch auf A. Komm, P, komm, P, komm, P, komm, P. Einer ist durch Mitte gerannt oder so? Wie bist du gestorben? Ja. Hä? Nee, wie? Schade, was ist hallo, das was denn? Passiert, Jungs? Bruder, ich hab keine Ahnung, was hier abgeht. Ey, ja, Bruder, wie kann die mir Bruder. Jedes Mal so ein Ding geben, bevor ich. Ey, Bruder, krank, diese Killjoy fuckt mich gerade richtig ab. Ich schwöre, diese Killjoy fuckt mich gerade richtig ab, Digga. Ja, renn mal, rennt einfach irgendwo rein, Jungs. Ja, jeder macht Freestyle, jeder soll sein Ding machen. Einfach. Lass doch alle Catwalk, das hat doch immer funktioniert. Komm, komm, einfach alle Catwalk, kommt. Fuck mir eine S, Alter. Einmal normale Lobby Center. Warte, lass mal hier zusammen pieken, lass mal hier zusammen pieken. Da piekt immer einer. Ja, ja schon immer piekst du. Ach, Digga. Killjoy ist geisteskrank. Killjoy und Ding. Komm, Pik, komm, 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 komm. Will das sein? Bruder, ich fick doch deine Op, ja. Du Hurensohn, du Nuttensohn, deine fette Hängebusenmutter. Jetzt an Lami-Nippel, die fette. Die alle, wie krass die alle spielen. Sehr stark. Last player standing. Hinter dir ist einer. Ja. Er fuckt so ab mit seiner Op, ne? Das ist geisteskrank. Ja. Krank, krank, krank. Ihr Nuttensöhne, die Runde, ja. Die Runde hat meinen Arsch auseinandergenommen. Ey, ich geh kurz pissen. Ja, mach das. Die Runde hat mich so hart gefickt, ich weiß nicht, ob ich weiter spiele. Könnt aber suchen. Können wir suchen? Nee, Roy ist out, ich kann nicht mehr. Ehrlich? Oder ja, soll mir jemand den Arsch ficken, wenn Killjoy Gold 1 war? Roy is want to sleep, you know what I mean? You going sleeping a day and I'm motherfucking away. Yeah, like this. I like this. I've. What are you saying? Like, for me. Okay, I'm going. Goodbye, guys. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye, bro. Okay, ey, Chat, das war's mit dem Stream, meine lieben Freunde da draußen. Roy ist morgen back. Morgen wieder back. Maybe wieder RP mittags, der Dümmste fliegt. Ich versuche das zu organisieren. Ich werde rüber zu meinem 24/7-Channel. Danke euch fürs Einschalten, meine lieben Freunde da draußen. Yes. Wir sehen uns morgen. Bis morgen, meine Breeze. Meine Breeze.
We on an ocean like bay. We on an ocean like bay. This is a god dream. This is a god dream. Bis morgen, meine lieben Freunde, wir sehen uns. Ich rede rüber zum 24/7 Channel. Danke für die ganzen Mods, danke für die ganzen neuen Subs, danke für die ganzen für die ganze Liebe. RP hat sogar Bock gemacht heute. Ich überlege mir was für morgen. Und dann sind wir morgen wieder back. Samstag Velo Cup. Sonntag noch 2v2 Illegaler Cup. Und dann. We on an ocean like bay. This is a god dream. Okay, Chat. Bis morgen. Haut da rein, Freunde.